Ja, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade in der 5. Edition und heute mit dabei, wo fangen wir denn an? Lilio spielt Dr. Angela. Schönen guten Abend. Und der Kakko spielt Bruce, den Gangrel. Ups, guten Abend. Und wenn wir sie eben schon gesehen haben, Feramin spielt Samantha, die Toreador. Hallo. Und last but not least, Araiguma spielt Isaiah, den allerliebsten Ventru. Hallo zusammen. Ja, wir befinden uns immer noch in der World of Darkness im Jahr 2019. Kurz im Januar sind wir angekommen schon inzwischen. Ich glaube sogar schon Anfang Februar, weil wir hatten ja einige Wochen übersprungen. Und seid euch bewusst, dass wir hier ein Spiel aus der World of Darkness spielen, denn es könnten Dinge vorkommen, die vielleicht nicht so ganz verdaulich sind, wenn ihr auf irgendetwas stoßt, was euch triggert. Oder was ihr nicht so toll findet, schaltet einfach aus. Nehmen wir euch nicht krumm, guckt was anderes. Es gibt ja genug Rollenspiel-Streams, die man sich sonst noch so angucken könnte. Und wir spielen hier auch ein Spiel, das heißt Vampire the Masquerade. Das heißt, wir spielen auch keine fluffigen Einhörner, sondern es sind alles brutale, böse Vampire, die auch Dinge tun, die vielleicht die Spielerinnen und Spieler niemals von sich aus machen würden. Also denkt dran, das sind Charakter-Spielfiguren und nicht die Spielerinnen und Spieler selber. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Jo. Und Wir haben unser Setting in der kleinen Stadt ohne Namen an der Grenze von Mexiko in Texas, USA. Und diese Stadt hatte die Eigenschaft, dass Vampire die Stadt nicht verlassen können und Menschen irgendwie kein großes Interesse daran haben, herauszufinden, warum ihre Stadt keinen Namen hat. Anscheinend ist das allen Leuten egal. Vor kurzem ist in der Stadt ein Machtwechsel passiert, es wurde ein neuer Prinz gewählt und unsere Spielerinnen und Spieler haben alle mehr oder weniger Machtpositionen in der Stadt bekommen. Ich sag ja mehr oder weniger, wenn der Kakko sich da schon am Kinn kratzen muss. Versuchen nun in der Stadt klarzukommen und ihr Leben dort zu fristen und vielleicht einen Weg zu finden, doch diese Stadt irgendwie verlassen zu können oder zumindest irgendwie in der Stadt klarzukommen. Denn so richtig schön ist es vielleicht auf den ersten Blick, aber nicht hinter den Kulissen, denn obwohl das ist Ansichtssache vielleicht. Isaiah findet es vielleicht gerade ziemlich gut in der Stadt. Der neue Prinz hat einen lange bestehenden Deal mit der Inquisition der Menschheit aufgekündigt und somit einen Krieg provoziert zwischen Menschen und Vampiren. Das ist bis jetzt noch nicht sonderlich zum Tragen gekommen, aber wer weiß, was da so alles noch kommen könnte. Ob das die Inquisition so mit sich machen lässt. Brodelt. Schauen wir mal, wer da am längeren Hebel sitzt. Beim letzten Mal mussten die Vampire schon ein bisschen was ausbügeln, denn ein Stalker, den Sam mal hatte, der hat versucht, ihr nochmal, auch selbst post-mortem nochmal richtig einen mitzugeben, beziehungsweise einem Bekannten von ihr, nämlich Ronan, und hat ihn öffentlich gemacht, zumindest seinen Namen öffentlich gemacht. Und sie haben sich mit dem Dicken, einem Nosferatu und John auch Ventru, die zum Klüngel von Dr. Angela gehören, immer noch, auf einen Deal eingelassen. Ronan wollte das so haben, dass die beiden sich darum kümmern, dass die Beweise für gegen ihn aus dem Polizeirevier verschwinden. Und stattdessen bietet er im Gegenzug an, die beiden nicht mehr zu belangen. Was eigentlich ein ziemlich großer, krasser Gefallen ist, weil Ronan nun mal der Sheriff der Stadt ist und die beiden jetzt auch nicht sonderlich gesucht,
sag ich mal so. Ja. Und ja, die beiden haben geliefert. Sie haben ein ganzes Garagenfrachttor vollgeräumt, also eine ganze Garage vollgeräumt mit Krempel, den sie aus der Polizeistation anscheinend mitgehen haben lassen. Jede Menge Computer und Akten. Und ja, jetzt mal, wir wissen noch nicht, was mit dem ganzen Krams jetzt so alles passiert. Ja, Bruce hat versucht, ein bisschen Nachforschungen anzustellen, was die Wüste, also dieses Anarchengebiet angeht, weil er dort irgendwas vermutet, was sich in der Wüste befindet. Hat da ein merkwürdiges Gespräch zwischen Pranava und zwei Brucher mitbekommen. Und nachher waren weder die Pranava noch die Brucher irgendwie da. Und seitdem hat Bruce keine Anarchen mehr gesehen. Komisch, komisch. Und ja, Dr. Angela ist, ja, hat versucht, mit allen wieder so ein bisschen Kontakte zu knüpfen. Hat vor, einen Fuß zu setzen in das Gesundheitssystem der Stadt. Das ist allerdings unter Kontrolle des Primogen, der Maikavianer. Mit dem steht noch ein Treffen oder ein Gespräch aus. Und Sam möchte auch mit dem reden, aber Sam möchte so ziemlich mit jedem reden in der Stadt, weil Sam ist die neue Harpie. Und ja, müsste eigentlich mal ihrem Beruf nachgehen und mal ein bisschen Informationen sammeln. Und nicht nur in ihrem noch im Rohbau befindenden Diskothekenverschnitt sitzen. Aber da es gibt immer noch was anderes zu tun, was erledigt werden will. Ja, und last but not least, Isaiah ist auch noch in der Stadt und ja, von allen so ein bisschen isoliert momentan. Er ist ja gerade erst vom neu gewählten Prinzen der Stadt wieder aus der Starre zurückgeholt worden, dass die anderen noch gar nicht wissen, was ihm da so richtig passiert ist. Und hat sich in die Gunst des Prinzen eingeschleimt und ja, hat sogar das große Privileg der Diablerie bekommen, dürfte jemanden diablerieren und hat jetzt sogar die Erlaubnis bekommen, einen Ghoul zu haben und hat sich auch jemanden ausgesucht. Und das war keine einfache Entscheidung, denn er hat sich ausgerechnet die Person ausgesucht, die für Dr. Angela eine Menge bedeutet, nämlich ihre beste Freundin. Wie hieß sie noch? Lillian. Was allerdings Dr. Angela noch nicht weiß. Und Isaiah hat bei dieser Gelegenheit nebenbei auch noch eine interessante Sache mitbekommen, denn Pranava ist auch irgendwie mit Lillian verbandelt, in Kontakt und hat ihn deswegen dort auf einer Party getroffen. Und abseits der Party ist es wohl passiert, dass Pranava auf der Straße war und neben ihm ein Auto implodiert ist. Und das erste Mal, dass Isaiah Pranava mit einem schreckhaften Gesichtsausdruck gesehen hat, bevor er dann verschwunden ist. Ja, und das ist so ein bisschen so der Status quo. Und wir sind, glaube ich, als letztes Mal, als Isaiah da war, rausgegangen mit der ghulenden Szene, also mit dem ersten Trinken aus dem Handgelenk von Isaiah, wo das nicht ganz freiwillig passiert ist, das gehört ja noch dazu. Denn durch vampirische Kräfte gezwungen war das nur. Und naja, das, wenn Isaiah was kann, dann kann er Leute zwingen, etwas zu machen. Ja, wer hat denn Lust heute, ich mein, wir starten vielleicht nicht irgendwie vor der Garage, sondern irgendwie vielleicht einen Tag oder zwei später. Wer hat denn Lust, zuerst heute was zu tun? Hier ist es relativ Wurst. Wer schreit hier? Wer hat Pläne? Pläne, ja. Also, ich habe eh die Bauarbeiter im Haus. Und von daher würde ich gerne eine Mauer hochziehen. Also ich würde gerne die Unterlagen in meinem Schlafzimmer einmauern lassen. Die Sachen, die ich da abkassiert habe, dass Ronan die nicht aus Versehen doch irgendwie Gelüste bekommt, sie zu lesen. Mhm. Da würde ich ihm gerne quasi im Schlafzimmer nochmal eine zweite, also die ganzen Kisten aufeinander stapeln und da einfach noch eine Mauer hochziehen lassen. Und dann auch schön Tapete drüber und
eben versuchen, das so zu machen, dass man es nicht sofort, wenn man zur Tür reinkommt, sieht, dass dieser Raum kleiner ist, wie er eigentlich sein sollte. Aber ich weiß nicht, wenn das Umzugskartons sind, sind die, was weiß ich, so tief. Mhm. Das heißt, so krass fällt das wahrscheinlich überhaupt nicht auf. Vielleicht kann man auch irgendwie einen Kleiderschrank hinstellen, um das ein bisschen zu kaschieren. Aber das wäre das, was Sam gerne machen würde. Okay. Sich einen von den Bauarbeitern schnappen und ihn doch freundlich dazu bewegen, da eine Mauer hochzuziehen und ihm anschließend das Gedächtnis löschen. Ja, immerhin bist du der Bauherr, also was du willst, wird wohl gemacht. Ja, gibt ja bestimmt schon merkwürdigere Wünsche, die die Leute haben wollten. Solange du keine Leiche einmauern lassen willst, ist es, glaube ich, egal. Wenn er nicht fragt, was in den Schachteln drin ist. Naja, da du ihm nachher sowieso das Gedächtnis löscht, ist das relativ Wurst, was er dafür macht. Ja. Ja, soll passieren. Ich glaube, Bruce wollte seinen alten Freund Henry, den Prepper, besuchen. Ja, absolut. Der ist ja jetzt wahrscheinlich schon seit ein paar Tagen aus, ich weiß gar nicht, wo das genau war, ich glaube, irgendwie nach Saudi-Arabien wollte er, irgendwie zu so einer großen Waffenshow. Und da gibt's auch immer nicht so außer Landes, nee. Nicht außer Landes? Nein. Ah, okay. Gott, dann. Nicht. Ach, ich dachte, der war ganz weit weg. Ja, verlass doch die USA nicht. Okay. Wie konnte ich natürlich? Stand auf meiner Haut. Ja, ich würde trotzdem gerne wieder zu Henry gehen. Bruce wird dann in der Zwischenzeit dann auch wieder ein bisschen weiter geschaut haben, was ja diese Mine und so weiter angeht. Aber ja, es hilft ja doch nichts. Ich muss doch zu demjenigen, der an den heißen Scheiß Informationen kommt. Vor allem, weil der ja auch sich wahrscheinlich dann am besten auskennt mit irgendwelchen Verschwörungstheorien, ob irgendwelcher geheimer Organisation, die hier irgendwie hausen. Wie kommst du denn zum Prepper hin? Wahrscheinlich wieder mit dem Bus. Okay. Weil ein eigenes Auto habe ich nicht, meine ich. Ja, stimmt. Ist ja auch teuer, so ein Auto. Hm? Ja, deswegen. Ja, dann fährst du wieder mit dem Bus Richtung der Wohnwagensiedlung. Und der Bus ist so eine Umfrage. Der Bus ist abends wie immer relativ leer. Und als du in den Bus einsteigst, ist in der Tat eine bekannte Person im Bus mit einer Uniform an und einem Klemmbrett unter dem Arm. Grinst auch schon in deine Richtung, als die Türen wieder zugehen. Ich würde mich so direkt hinter dem Busfahrer setzen, da ist ja meistens auch noch immer direkt ein Sitz. Er war direkt und dann hoffen so, ach komm, die übersieht mich jetzt oder keine Ahnung. Würde so ein bisschen mit dem Kopf an die Scheibe lehnen, so, ja, also so zu tun, als ob ich betrunken wäre oder irgendwie sowas, dass sie mich nicht anspricht. Guten Abend, Mister. Warren. Ich erkenne sie auch, das ist sie auch. Die gleiche. Ich drehe mich dann so im Sitz zu ihr um, muster sie einmal kurz. Lassen Sie mich raten. Eine Umfrage? Erstmal würde ich gerne die Fahrkarte sehen. Natürlich. Ja, ich zeige dann meine Busfahrkarte, die werde ich haben. Prima, dankeschön. Ja, wir führen immer noch Umfragen durch. Kennen wir uns nicht? Habe ich Sie nicht vor kurzem schon mal hier getroffen? Ja, eben. Ist es dann auch notwendig, dass ich das jetzt nochmal mache? Wann war das denn? Ich überlege auch, ich weiß nicht, was von einer Woche, glaube ich, kann das sein? Ich glaube, irgendwie so von einer Woche vielleicht. Sie fahren also öfters mit dieser Linie hier, ja? Wo soll es denn hingehen? Ja. Ich fahre einen Freund besuchen. Dann sage ich dir die Adresse von dem Trailerpark. Trailerpark. Aber da wohnen sie nicht, oder? Nicht mehr, nein. Ist ja auch eine üble Gegend. Ach, so schlimm ist es gar nicht. Man muss die richtige Nachbarschaft haben und dann ist man eigentlich ziemlich sicher, vor allem gierigen, neugierigen Blicken. Und ich sag mal so, die Kids waren schon mal schlimmer. Die gingen jetzt immer zum Konsumieren in den Park gegenüber mit dem Amphitheater und sonst geht das eigentlich. War nur früher so, dass er irgendwie immer, na, wie gesagt, da waren viele neugierige Blicke, was sie auch immer da wollen, keine Ahnung. Neugierige Blicke? Ja, irgendwie, also in der letzten Zeit ein bisschen häufiger, irgendwie so, ich weiß auch nicht, das ist klischeehaft, irgendwie, viel Polizei, viele schwarze Limousinen und sowas.
Oder nicht Limousinen. In einem Trailerpark? Ja, aber das klingt alles nach Verschwörungstheorien. Nicht? Ja, schon ein bisschen. Oder ist hier jemand zu Geld gekommen? Also ich nicht. Ja, obwohl ich es daraus geschafft habe, aber nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Was wollen die denn da? Gute Frau, wenn ich das wüsste. Keine Idee. Schaut die. Nicht mal gefragt? Ich frage keine Polizisten. Das waren Polizisten. Auch. Und, also beides. Ganz komisch. Im Trailer. Seht ihr denn so? Ja, im Trailer. In schwarzen Limousinen. Ja, nicht Limousinen, aber ihr kennt auch diese Wagen mit den verdunkelten Scheiben. So wie in diesen Kriminaldramen. Ja, ja. Und wie kommen Sie drauf, dass das Polizisten waren? Nein, einmal Polizisten mit dem Polizeiwagen und andere Leute mit den Wagen. Ach so. Da ist ja ziemlich was los da drüben. Waren die bestimmt wegen den Drogen da oder so? Das kann gut sein. Das hört ja so einiges. Da waren häufiger Gangs irgendwie. Auch ein paar dieser Gangs. Biker-Jungs. Ach, fürchterliche Gegend, fürchterlich. Ach ja, die sind aber auch in der Stadt genauso schlimm. Ist jedes Mal, wenn der Bus zurückfährt davon, dann sitzen die hier drin und ich muss die ausfragen. Das ist mir ihre Konversation schon um einiges lieber. Ich schaue mich so im Bus um. Sitzen auch wieder Jugendliche? Nee, ganz leer sonst. Deswegen hat sie mich angesprochen. Also, arme Frau, ja. Okay. Ja, ich schaue dann so, auch wenn ich ganz deutlich so hinter sie und nach links und nach rechts. Ja, ich verstehe schon. Ist okay. Ich weiß auch echt nicht, warum ich hier nachts Leute befragen soll. Ja, das freut mich auch nicht. Das freut mich auch, gute Frau. Also, Sie haben doch bestimmt auch Besseres zu tun. Sind heute der, Moment, 22. Passagier in diesem Bus. Während der Schicht. Die hat vor knapp einer Stunde angefangen. Jetzt mal, okay. Naja, wir haben Abend. Das geht ja sogar noch. Aber ist wahrscheinlich noch früher Abend. Wir haben jetzt noch Januar. Oder Februar? Februar? Ja. Ich meine, es ist zwar noch früh am Abend, aber gut. Wir haben unter der Woche, ist da sowieso nicht so viel los. Im Trailerpark. Na, ich meine in dem Bus. Ach ja, natürlich. Ich fahre ja häufiger. Wem sagen Sie das? Ich meine, ich fahre beruflich Bus. Also ja, nicht, der Herr also von auch. Mit. Ja. Ja, das sind immer andere. Weiß gar nicht. Ja. Na gut. Aber kam da schon mal irgendwas Interessantes raus bei Ihrer Studie? Ich werde die doch nicht aus. Ich befrage nur die Leute. Ach so, das ist ja noch... Das ist ja noch keine Ahnung, was die mit diesem Scheiß wollen. Das ist ja noch beschissener. Wahrscheinlich den Service verbessern. Uhu. Nachher streichen sie diese Linie, weil hier fahren, wie gesagt, nicht so viele Leute mit. Ich schaue so so an die Wand, die wahrscheinlich vergleichsweise siffig ist. Irgendwie. Weil der Bus... Service. Ja. Geh so über den Sitz und reiß so ein bisschen von diesem Schaumgummi aus. Von dem Sitz so. Ja. Ah, soll ich das aufschreiben, dass Ihnen dieses Ambiente nicht gefällt? Das Ambiente, der ganze Bus ist hässlich. Aber ich glaube, ich habe auch noch keinen. Nimm das Klemmbrett raus. Bus ist hässlich. Dann schauen Sie dann noch das mit den Schaumdingern auf hier. Schaumdinger. Schreibt doch ganz wörtlich auf Schaumdinger. dann können Sie noch schreiben, dass der Hammer da wieder fehlt. Ich glaube, so auf diese Vorrichtung, wo dieser Notfallhammer immer drin ist. Der wird wahrscheinlich irgendwie geklaut sein. Das habe ich schon, ja. Ja. Auch diesem Gast ist der Hammer aufgefallen. was weiß ich, ja, die Scheiben, ich weiß nicht, bin da nicht so drin, aber wenn die mal Schulklassen drin waren, dann ist es immer noch ziemlich siffig, wenn das noch die Nachmittagsabendschicht ist, aber heute geht's ja sogar noch. Ich gehe mal so mit dem Finger über die Scheibe, weil sonst ist ja, wenn da nach so eine Schulklasse drin war, gerade wenn es warm ist oder so, ist ja immer sehr. Das scheint noch zu gehen. Streicht ja den Finger irgendwo wieder ab. Also wenn Sie da nicht mehr wohnen in diesem schlimmen Viertel, was machen Sie denn? Also Freund besuchen, haben Sie gesagt, ne? Ja. Der hat es noch nicht geschafft, aber wir arbeiten dran, dass er da auch rauskommt. Wobei der sich auch nicht ganz wohl da fühlt, muss ich gestehen. Es hat ja auch ein bisschen was. Also,
Das kann man nicht ganz, wenn ich ganz unter den Tisch kehren. Es hat so einen gewissen Flair schon. Ich weiß nicht, wenn Sie das so ein bisschen kennen. Es hat auch so ein bisschen dieses Vorstadtfeeling, nur halt in minimalistisch. Vorstadtfeeling. Ja, also so. Ja, so ein bisschen. Das müssen sich, guck mal, kennen Sie den Film Prisoners? Da ist das auch so. Da sind die erstmal in so einer Vorstadt. Das war aber auch sehr kleine Wohnung und dann erzähle ich ja so ein bisschen was so. Das ist eigentlich ziemlich ähnlich, müssen sie. Also, nee. Ne, man ist sehr intim miteinander. Man kennt die Nachbarn. Ist der gerade im Kino oder was? Na, 2013, nein. Der ist schon ein bisschen. Eine Weile her. Ist schon ein bisschen älter, ich weiß. Netflix? Aber. Ich schaue sie ein bisschen an. Nein. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich habe keinen Netflix. Nicht? Dafür gibt es nur DVDs. Wofür brauche ich denn Netflix? Ah, DVDs. Einer von Oldschool. Ich schaue sie so ein bisschen an mit blöde Kuh, ich habe kein Geld, aber ja, ich mag's Oldschool. Wie auch immer. Ich mag DVDs auch. Das ist schön. Ja, das wären die schlimmsten 45 Minuten in Bruce Leben. Ja, es steigt auch keiner mehr zu. Und das ist dann wirklich so, also wahrscheinlich geht dieses Gespräch gerade so über 5 Minuten. Er macht dann diesen ekelhaften Smalltalk und man sieht ihm eigentlich die ganze Zeit im Gesicht an, so er will jetzt am liebsten aussteigen und gehen, aber das ist dann auch irgendwie unhöflich. Ja, vor dann, allen Dingen, weil du dein Ziel schon gesagt hast. Ja, genau. Oh, ich muss doch hier raus, ich muss noch was besorgen. Aber wir haben spät nachts. Ja, ist egal. Das ist in den USA ja nicht so das Problem. Na, okay. Aber wie gesagt, dann ist das die ganze Zeit so ein gequälter Smalltalk, wo Bruce sich auch die ganze Zeit überhaupt nicht wohlfühlt. Und er dann auch immer mehr so wegguckt, wenn sie ihn anstarrt. Und dann schaut er sich irgendwie nochmal die Scheibe an. Dann spricht er das Thema zum dritten Mal an. So, ach, haben Sie nicht aufgeschrieben, das mit den Scheiben? Ah, okay, das ist gut. Hab ich, ja. Ja. Ja, und ich weiß nicht, wenn die jetzt nicht noch irgendwas Wichtiges zu sagen hat. Was ich vorhin fragen wollte, wirkt die in irgendeinem, also hat die irgendwie so einen sehr prüfenden Blick, also ob die, also Bruce ist jetzt auch noch mal ein bisschen paranoid, weil er ja immer noch nichts hat. Ja. Hoffentlich funktioniert das mit dem neuen Charakterbogen. Hoffentlich. Da muss ich zuerst auf den Skill drücken, ne? Dann kann ich da, ah genau. Wits und Insights, sagt es immer. Ja, 2 Erfolge. Schwierig. Prüfender Blick ist da ja, also was verstehst du unter einem prüfenden Blick? Also, wir besprechen ja die ganze Zeit nichts wirklich wild. Das ist ja echt nur so ein Geplänkel. Spüre ich denn irgendwie, wenn ich dann mal doch wegschaue, irgendwie, dass sie mich irgendwie beobachtend, ne, also begutachtet, dass sie irgendwie schaut, ne, ob sie meine Brust eventuell hebt oder so, weil ich habe ja immer diesen Pulli drüber, dass man das jetzt nicht direkt sieht, aber ob sie irgendwie vermehrt auf meinen Brustkorb schaut oder so, um mich in der Hinsicht zu prüfen, ob ich. Ja. Mhm. Okay. Wie ist die denn nochmal gekleidet? Also, ja, die hat jetzt so eine Uniform von dem Busunternehmen an. Also so eine Adrettes, wie nennt man das? So ein Sekretärinnenkostüm. Okay, achso, ein Blazer. Uah. Naja, Blazer, genau, und dann halt mit dem Logo von der Busfirma. Ja, dann. Schön anständig alles geschlossen. So oben. Mhm. Das schaut auch, ich sag mal, wie Bruce das jetzt einschätzen würde, als Autonormalfrau auch seriös aus. Das ist jetzt nicht so dieses. Sehr seriös, ja. Also, man hat jetzt nicht nur so einen Clipper, irgendwie, den man sich dran steckt, sondern nee, hier, ich bin jetzt. Nee. Ja, okay. Nee. Ja, dann. Haare auch streng zusammengebunden. Mhm. Dann. Ja, das wird ihm dann so in der Mitte irgendwann einfallen auch, dass das ja eventuell sein könnte, dass die nicht wirklich beobachtet, eben wegen seiner Paranoia. Dann schaut er das immer, also wahrscheinlich, wenn er hinter dem Fahrer sitzt, ist er ja auch so eine leicht spiegelnde Scheibe. Dadurch wird er das dann vermutlich sehen.
Und jetzt weiß ich nicht, wie das genau funktioniert. Das müsstest du mir nur noch mal eben sagen. Ich kann ja mit einem Rouse-Check meine Körperfunktion wieder aktivieren, ne? Ist das dann für eine ganze Szene oder ist das dann nur irgendwie für ein paar Momente? Ja, mach mal einfach den Rouse-Check, das reicht schon. Den Rest davon. Wie macht man das denn nochmal? Wie auf den Bogen? Das so. Das war der erste, ich darf aber noch einen machen, weil ich ja auch nur Menschlichkeit habe. Ne, dann geht mein Hunger ein bisschen hoch. Mhm. Aber deine Körperfunktionen sind wieder. Dann würde ich halt irgendwann, wenn auch so vielleicht fünf, sechs Haltstellen davor sind, ich weiß nicht, wie viel man da fährt, keine Ahnung, würde ich halt dann so anfangen, so, mich so zu strecken und so ein strecke ich mich so. Gut. Haben Sie das eigentlich wieder notiert? Und dann will ich wieder mit dem Smalltalk weitermachen. Und dann halt wieder ganz offensichtlich einmal so, das kann er ja noch ziemlich gut gähnen. Das war ein großer Bestandteil seines Lebens vorher. Und dann kommt so ein... So langweilig ist das Gespräch jetzt auch nicht. Nein, das ist die Uhrzeit und die Dunkelheit. Das ist dieses Winterding. Also wenn das so früh... Also dafür, dass sie so oft in der Nacht mit dem Bus fahren und Freunde mitten in der Nacht besuchen, sie hätten ja auch schlafen können. Ja, ich bin aber sowieso daran gewohnt, immer abends wach zu sein. Taxifahrer. Nachtmensch? Ehemals. Ja, absolut. Also jetzt nicht so ein Nerd-Nachtmensch, der nur von PC hängt. Ich arbeite. Also wahrscheinlich ähnlich wie Sie. Als Bus, nicht als Taxifahrer. Ja, also Großteil jetzt. Habe ich mich umorientiert, wie zu einer neuen Firma hier, aber alles gut. Welche? Ein bisschen dran. Ist relativ neu. Ich weiß auch nicht, dass sie was angeht. Schau sie so ein bisschen an, so wie sie das. Was wollen sie damit? Ich schreib's auch nicht auf, ist nur ein persönliches Interesse. Ich mag nämlich keine Taxiunternehmen und wenn da so nette Leute arbeiten, dann vielleicht dann doch mal. Was? Warum mögen sie denn kein Taxiunternehmen? Schlechte Erfahrung gemacht. Darf ich fragen, mit wem? Ich kenne die ja alle noch. Konkurrenz zum Busunternehmen. Ich wollte es nicht so deutlich sagen. Ja gut, aber Bruce schaut sich ganz interessiert an. Aber kennst du da jemanden? Sie als Taxifahrer, wie stehen Sie zu Uber? Ich schaue sie zu an, ja. Ich glaube, das wissen Sie, da gibt es nur eine Antwort. Also, geht gar nicht, sowas aber, ja. Ja, ne, es geht gar nicht. Die finde ich auch. Nimmt Leuten wie Ihnen einfach einen sicheren Arbeitsplatz weg. Schaut er so ein bisschen an mit so, ja. Ja. Aber haben Sie jetzt gegen irgendjemanden speziellen da? Ich kenne den Stefan noch gut, dann kann ich dem was Bescheid sagen. Wenn ach, das ist schon lange her und war nicht hier. Ach so, ja, dann sowieso. Also hier in der Stadt ist das ganz einfach. Also, ne, dann rufen Sie immer, dann sage ich hier die Taxinummer. Also nicht meine, sondern eine andere. Mhm. Die und die. Das ist Horace. Er wirkt ein bisschen grumpy, aber ist eigentlich ein netter Kerl. Das kennt ihr an diesem Bismarck-Bart, wie auch immer so. Er sieht flausen und schäbiger aus, als er eigentlich ist. Oder wenn Sie die Dame haben wollen, das ist Jasmine. Die hat blonde Haare, und dann beschreibe ich hier so eine Frau halt, also die ihr wahrscheinlich auch kennt. Hat ein paar Pfunde zugelegt, aber dadurch kam noch ein bisschen mehr Humor in sie rein. Also ist eine relativ nette. Da müssen wir nur aufpassen, wenn es dann so im Spätabendbereich, wirklich so um 3 Uhr nachts, dann ist sie auch nicht mehr so. Dann merkt man, dass sie müde wird und kann das nicht so gut, aber. Ja, dann danke für den Tipp. Kein Problem. Endstation. Ach, verdammt nochmal, ja. Danke. Ach, wenn man sich unterhält, geht's viel schneller. Das stimmt, ja. Wünsche noch einen schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns auf der Rückfahrt noch. Ihnen auch noch einen schönen Abend. Und dann gehe ich raus. Mhm. Rüber zum Prepper. Mhm. Wenn, ich weiß nicht, ist da irgendwo so ein Wendehammer, wo der Bus so umbiegt? Ich würde mir da nochmal die Frau, also vielleicht auch so aus dem Augenwinkel nochmal angucken. Wie spricht die jetzt mit dem Busfahrer?
Oder was macht die? Ja, spricht kurz mit dem Busfahrer. Okay. Ja, und dann gehe ich halt. Busfahrer hat sich gerade so ein Sandwich genommen. So ein Baguette, so ein großes. Nee, so ein eingepacktes, diese pappigen Plastik. Ach so. Okay. So, wie man an der Tanke kriegt. Ja, genau, dann geh ich zu Henry. Okay, aber wir verlassen Bruce für einen Moment und gehen mal rüber zu Dr. Angela, die sich ja vorgenommen hatte, mit Mr. Graham ein Treffen zu vereinbaren. Richtig. Und ja, du hast doch, man hat dir eine Adresse zukommen lassen, wo er denn wohnt. Okay. Wie weit von meinem Unterschlupf ist diese Adresse entfernt? Oder ist die vielleicht sogar in der Nähe von dem Krankenhaus, oder? Nee, die ist eher in so einer Suburbia-Bezirk der kleinen Stadt. Mhm. Also wo, wenn du auf der Stadtkarte anschaust, dann ist das halt so ein typisches, wie man sich das vorstellen kann, so ein Gebiet, wo dieser amerikanische Traum noch so lebt, mit diesen ganzen einzelnen Häuschen. Ja. Und jeder hat so seinen eigenen Auffahrt und Flagge draußen und so, ja. Gut, dann würde ich meine Dokumente, die ich mit Jellys Hilfe so ein bisschen zusammengesammelt habe, über potenzielle Gebäude, wo man irgendwie noch was machen könnte. Und ich selber habe mich auch so ein bisschen versucht, etwas über die Demografie hier herauszufinden. Dann würde ich das alles mal gesammelt mitnehmen und mich zu dieser Adresse aufmachen. Das war übrigens gar nicht so einfach, weil die Stadt ja nicht. Nicht viel, existiert. Aber das ist ja. Ja, ich weiß, deswegen halt auch versucht, aber es ist halt mehr so Selbstrecherche und was für Bezirke hat die Stadt? Gibt es halt quasi Armenviertel und wie groß ist das der alles? Trailerpark. Genau, sowas halt. Ne? Und ich weiß ja auch so ein bisschen was wegen der Gang und sowas. Ja. Und das hätte ich dann halt alles so ein bisschen zusammengesucht und wäre damit dann, wenn es weiter weg ist, hätte ich mir auch ein Taxi genommen und wäre dann dahin gefahren. Okay, ein Taxi. Richtig. Dann fährst du vielleicht mit der etwas in letzter Zeit fülliger gewordeneren blonden Dame. Und die bringt dich dann zu auf diese Straße. Es ist halt irgendwie kurz vor 11 oder so, also schon ein bisschen was später. Das heißt, irgendwie, man sieht noch so die Beleuchtung in den einzelnen Häusern, aber auf der Straße selber ist keiner mehr. Ja. Ja, gut, ich hätte ihr dann auch ein angemessenes Trinkgeld gegeben, natürlich. Lächelt dich an. Und Dankeschön. Gerne, gerne. Und dann würde ich zu eben diesem Haus gehen. Erstmal so ein bisschen, ist da irgendwie Licht an oder irgendwelche Zeichen, dass da jemand drin ist? Ja, das ist Licht an, ja. Sehr gut, dann würde ich klingeln oder klopfen, wenn es keine Klingel gibt. Es gibt eine Klingel. Sehr gut. Ja. Macht auch noch so einen schönen alten Ding-Dong. Hat auch so eine, traditionell. Diese schöne, diese Doppeltür, also einmal diese Fliegengittertür und dann einmal die normale Tür. Ja, und es öffnet eine, ja, vielleicht etwas ältere Frau, also etwas älter als du. Mhm. Nicht viel, aber ein bisschen älter. Hat gerade so ein Kochkittel an, der ein bisschen mit irgendwas Grünem verunreinigt ist. Hat doch so irgendwie so Handschuhe an, so Gummihandschuhe und hat dann, guten Abend, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Schönen guten Abend, ich würde ganz gerne mit Herrn Frank Graham reden. Ist er gerade hier? Oh, mit Onkel Frank. Wer Sie sind? Mein Name ist Angela Parker, Dr. Angela Parker. Du müsstest meinen Namen zumindest kennen. Und erwartet Sie? Ich habe versucht, mich anzumelden. Ich hoffe, dass er mich erwartet. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich frage mal nach. Klar, kein Problem. Tür wird wieder geschlossen und hört so leichtes Gerumpel hinter der Tür. Dann geht nach einer Zeit die Tür wieder auf und lässt wieder so ein Lächeln auf. Kommen Sie doch rein, kommen Sie doch rein.
Vielen lieben Dank. Dann würde ich reingehen. Ja, und mich so ein bisschen umgucken. Wie sieht es denn da so aus? Sie ist also ein, wie aus dem schöner Wohnzeitschrift ausgeschnittenen ja, Vorstadt Kleinhaus. Irgendwas kocht gerade auf dem Herd, irgendein Eintopf oder sowas. Da sind noch ein paar ungeschnittene Paprika und Zwiebeln und so auf so einem Brett. Und, ja, irgendwie der Tisch ist schon gedeckt. Irgendwie sind 1, 2, 3, 4 Stellen gedeckt. Aber du siehst auch zum Beispiel so einen kleinen Hochsitz für ein Kleinkind. Aber das weiß halt nichts geschehen. Oh, ich hoffe, ich bin zu keiner zu schlechten Zeit gerade hier, aber... Nee, ich koche für morgen und das ist für morgen schon alles. Morgen hat der Kleine Geburtstag. Ah, wie alt wird er denn? 5 Ach, also schon so ein richtig großer. Das wird bestimmt ein schöner Tag morgen. Ja, stimmt, ja. Ich muss auch noch die Deko aufhängen. Aber ich, Sie wollen ja mit Onkel Frank reden. Ja, genau. Wo kann ich ihn denn finden? Vielleicht warten Sie im Wohnzimmer, er kommt bestimmt gleich. Okay, alles klar, vielen Dank. Und dann würde ich mich da eventuell hinsetzen. Juckt da so ein bisschen so zwischen dem Topf und dem Schneiden und versucht zwischendurch halt ein paar Sachen aufzuhängen, Luftballons aufzupusten. Und ist da sehr, sehr betriebig und beschäftigt. Mhm. Und dann irgendwann, wenn du dann im Sessel wartest, dauert es nochmal so 5 Minuten. Und dann kommt ein etwas älterer Herr, hatte ich ja schon mal beschrieben, wie er aussieht, ist irgendwie so. Ja, ich stelle mir immer so den typischen Lehrer vor. So mit so einem Kord-Jackett, mit diesen Flicken auf den Lehrern und so. Und da guckt der Kanko ganz komisch an. Also diesen Klischee-Lehrer, ja, irgendwie leicht schütteres Haar. Hat irgendwie so, im Haus so Schluppen an. Ein bisschen alte Männerschluppen. Und setzt sich dann dir gegenüber auf die Couch. Ich wäre dann auch, als er runtergekommen ist, kurz aufgestanden, hätte ihm halt Hand angeboten zum Gruß. Ja, schüttelt deine Hand. Ja. Miss Parker, nicht wahr? Richtig, richtig. Dr. Parker habe ich auch richtig verstanden, nicht wahr? Genau, genau. Ja, schön, dass Sie hier gefunden haben. War es schwer zu finden? Nein, ich habe auch ich bin mit dem Taxi hergekommen. Dementsprechend, die Leute kennen sich ja schon aus hier. Deswegen, sehr schönes Haus haben Sie, muss ich sagen. Oh, das ist nicht mein Haus. Es ist das Haus von Norma und ihrem Mann. Ah, okay. Essen mich nur hier wohnen. Okay, aber trotzdem sehr guter Geschmack, muss ich sagen. Ich leite das gerne weiter. ich möchte nicht lange drum herum reden. Und zwar, wie Sie ja wahrscheinlich auch wissen, bin ich neu hier in der Stadt und suche gerade so ein bisschen auch nach einer Aufgabe. Und wie Sie sich vielleicht denken könnten, war ich auch früher Ärztin und würde das ganz gerne weitermachen, solange es mir möglich ist. Und ich habe gehört, dass Sie da hier so ein bisschen die Zügel in der Hand haben. Ärztin, in Ihrem Zustand. Richtig. Sie müssen verstehen, schon vor meinem Zustand habe ich mich vor allen Dingen sehr um die, sagen wir mal, nicht so gut betuchten Leute gekümmert in prekären Lagen und ihnen ausgeholfen. Auch ohne die übliche Entlohnung, wie sie so normalerweise zustande kommt. Ich hatte eine kleine Privatklinik und das würde ich auch gerne hier wieder aufbauen wollen. Eine Konkurrenzklinik zum Krankenhaus. Ich würde es nicht unbedingt Konkurrenz nehmen. Ich würde es eher als Partnerschaft aufbauen, weil und dann würde ich halt so meine Dokumente, die ich so habe, rausholen, weil es gibt ja schon einige Leute hier in der Stadt, die auch
sich höchstwahrscheinlich keine Versicherung leisten können und dementsprechend das Krankenhaus gar nicht wirklich besuchen können. Und auch für solche Leute ist es sehr dienlich, eine Möglichkeit zu finden, ärztliche Betreuung zu finden. Wie gesagt, genau das, was ich davor auch gemacht habe. Dementsprechend, wie gesagt, möchte ich nicht als Konkurrent auch nicht unbedingt. Wie soll sich das Ganze finanzieren? Zum einen, wie gesagt, eventuell durch eine Partnerschaft mit dem Krankenhaus. Und ich würde natürlich verschiedene Möglichkeiten an einer Vergütung in Betracht ziehen. Blutspenden unter anderem. Eine Blutspende wiegt nicht die Kosten für eine Behandlung auf. Das hängt sehr von der Art der Behandlung ab. Das ist richtig. Und ich selber benötige oder zumindest kaum eine Entlohnung. Wie finanzieren Sie dann Medikamente und Gerätschaften? Deswegen möchte ich mit Ihnen darüber reden, was für Möglichkeiten einer Partnerschaft es für so etwas geben könnte. Das heißt, wir sollen eine zweite Klinik aufbauen, die sich nicht rentiert? Ich denke schon, dass es sich auf längere Sicht rentiert. Wie gesagt, ich habe das Ganze damals schon einmal gemacht und ich bin damit sehr gut über die Runden gekommen. Damals waren Sie auch noch nicht in dem Zustand, den Sie jetzt hatten. Ja, aber das hat damit ja eigentlich nichts zu tun. Oh, das hat alles damit zu tun. Warum denken Sie das? Weil man in unserem Zustand nun in diesem Bereich so seine Einschränkungen besitzt. Zum Beispiel? Oh, Sie wissen bestimmt genau, wovon ich rede. Ich sehe Sie momentan. Sie würden sich auch nicht im Löwengehege ein Schnitzel an den Hintern hängen und nackt durch die Gegend laufen. Sie denken also, dass ich nicht professionell genug sein kann. Oh, ich zweifle nicht an Ihrer Qualifikation. Aber an meiner Zurückhaltung? Ich zweifle an Ihrem Zustand. Ach, mein Zustand ist um einiges stabiler als das von einigen anderen, die ich bisher hier treffen konnte. Das ist schön für Sie. Wie lange noch? So lange, wie es mir möglich ist. Sehen Sie? Wie gesagt, ich hätte sehr gerne ein Deal mit Ihnen geschlagen darüber, aber wenn Sie es lieber hätten, dass ich das alles auf meine eigene Art und Weise und alleine mache, ohne Ihre Aufsicht, dann habe ich kein Problem damit. Diese Stadt ist sehr gut damit gefahren, das Gesundheitssystem nicht in die Hände uns von unserer Art zu geben. Und dennoch gibt es einige Leute, die sich, wie gesagt, diese Art von ihrer Leistung nicht leisten können. Das ist nicht das Problem dieser Stadt oder des Krankenhauses, sondern aber das ist ein Problem, das ich mir zu meinem, das ist ein Problem, das ich mir zu meinem Problem gemacht habe. Schon bevor ich in meinem Zustand war und ich habe vor, es immer noch zu tun. Ich kann Sie nicht davon abhalten, anderen Leuten zu helfen. Warne nur davor. Die Warnung ist auf jeden Fall angekommen, aber es war mein Lebenswerk und es wird immer mein Lebenswerk bleiben. Und am Leben sind Sie ja nun nicht mehr. Dann ist es halt eben mein Unlebenswerk, wenn Sie auf Wortspielereien stehen. Ich war schon immer ein, wie soll ich sagen, Kämpfer für Gleichheit und Gerechtigkeit und Leuten. Wie lange sind Sie schon in unserem Zustand? Ein Dreivierteljahr. Ah, das erklärt vieles. Das mag sein. Wie gesagt, ich hatte eine Aufgabe damals und ich habe vor, diese Aufgabe weiterhin zu verfolgen. Jeder hat meiner Meinung nach das Recht,
nicht von seinen äußeren Einschränkungen geprägt zu sein. Das gilt sowohl für unser Eins als auch für alle anderen. Ein hehres Ziel, aber völlig unrealistisch. Das soll in der Hinsicht dann erstmal meine Sorge sein. Für mich. Oh, wenn Sie im Gesundheitswesen herumfuschen, ist es ebenso meine Sorge. Wenn Sie auffallen aufgrund Ihres Zustandes, Ihre Klinik auffliegt, aus welchem Grund auch immer, fällt das alles auf mich zurück? Wie gesagt, wenn wir keine, soll ich sagen, Partnerschaft. Das ist doch genau das, was Sie wollten, eine Partnerschaft. Genau, das ist das, was ich wollte. Ich hatte gehofft, dass wir da zusammenarbeiten können. Aber wenn Sie nicht wollen, dann mache ich das eben auch alleine. Und dann fällt es auf mich zurück. Deswegen muss ich Ihnen leider davon abraten, das zu tun. Aber warum sollte es dann auf Sie zurückfallen, wenn Sie eigentlich gar nichts davon wissen? Weil das Gesundheitssystem mir gehört. In dieser Stadt. Also da sagen Sie, dass nichts unter Ihrem Radar stattfinden kann. Korrekt. Also wissen Sie ich auch, ich habe hier die Aufgabe, mich um die Gesundheit der Menschen zu kümmern. Und dafür zu sorgen, dass unser Futter nicht krank wird. 80% unseres Futters wahrscheinlich eher. Ich würde mich halt gerne um die restlichen 20% kümmern. Wie gesagt, ich kann Sie nicht davon abhalten, irgendwas was zu tun. Aber sollte etwas passieren, wird Sie auch der Titel, den Sie jetzt tragen, nicht schützen können. Ich erwarte gar nicht, dass dieser Titel mir irgendwas bringt. Und er hat Sie hier hingeführt, sonst hätte ich Sie nicht eingeladen. Das ist richtig, aber wirklich etwas bringen, außer dieses Gespräch, in dem Sie mir sagen, dass Sie das nicht wollen, tut es trotzdem nicht. Es gibt gute Gründe, das nicht zu tun. Für Sie. Für Sie gibt es gute Gründe. Für mich gibt es einen Grund, weil ich etwas brauche, woran ich festhalten kann. Ich brauche eine Aufgabe, damit ich nicht... Dann kümmern Sie sich um die Kainiten. Die brauchen keine Ärzte. Nehmen Sie Ihr Amt wahr. Ich warte darauf, dass ich mein Amt wahrnehmen kann. Und? Was ist mit dem Brucher in der Stadt? Die gibt es nicht. Das sollte man vielleicht ändern? Die Brucher würden mich wahrscheinlich eher zerfleischen. Auch daran kann man arbeiten. Eine Lebensaufgabe. Ich möchte lieber erstmal auf, wie soll ich sagen, bekannten Straßen weitergehen. Ich werde, wenn es mir irgendwie möglich ist, versuchen, das Vertrauen von meinen Clansmitgliedern irgendwie zu kriegen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass mein Sire mir da eher Steine in den Weg legen wird als alles andere. Hm. Der übrigens auch hier ist, für den Fall, dass Sie das nicht wissen. Oder zumindest war. Keine Ahnung, was mit ihm ist. Doch, doch. Er ist mir bekannt. Er hat ja vorgesprochen beim Elysium. Richtig. Wie gesagt, ich brauche eine Aufgabe. Und solange ich nichts anderes habe, wo ich aktiv daran arbeiten kann. Weil aus dieser Stadt raus komme ich auch nicht mehr, offensichtlich. Wie alle von uns. Warum sollten wir auch raus? Weil wir nicht eingepfercht sein wollen, vielleicht. Wer ist denn eingepfercht? Wir alle. Das sehe ich anders. Das freut mich. Das macht einiges hier wahrscheinlich einfacher.
Ja, stimmt. Aber noch denke ich nicht so. Wie die Älteren gerne sagen, ich habe noch einige Jahrhunderte Zeit, um meine Meinung zu ändern. Ich sehe die Ungestümheit der Jugend in ihren Augen. Und ein bisschen Willensstärke vielleicht. Kaum. Aber kaum ist immer mehr als gar nicht. Nicht viel mehr als andere auch. Das reicht mir. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte eher darauf hinaus, dass ich sie wohl nicht davon abhalten oder abbringen kann, was sie vorhaben. Das ist richtig. Damit stellen sie eine Gefahr dar für mich. Wie soll ich damit umgehen? Das ist eine Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann. Wie gesagt, von meiner Seite aus helfe ich. Sie machen mich zu einer Gefahr. Nein, Sie sind eine Gefahr. Nicht für Sie. Für uns alle. Nein, das denke ich nicht. Und vielleicht ist manchmal ist auch ein bisschen. Ist nicht Ihr großes Fachgebiet. Oh doch, eigentlich schon, sonst wäre ich keine Ärztin geworden. Das hat nichts mit einem Titel zu tun. Nun, wenn ich sie davon nicht abhalten kann, habe ich wohl keine Wahl und werde sie versuchen müssen zu integrieren. Ich kann nicht sagen, dass mich das nicht erfreut zu hören. Ich meine, es ist genau das, weswegen ich hergekommen bin. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich mich ein bisschen zurückziehe und anderen Leuten die Fassade überlasse. Ich möchte sie nicht verdrängen. Wie gesagt, nein, sie werden mich nicht verdrängen. Was haben Sie sich denn dann vorgestellt? Ich brauche jemanden, der die Aufsicht führt vielleicht. Dann würden Sie auch helfen. Okay, ich höre. Wie gesagt, das Gesundheitssystem ist frei von unserer Art. Und so soll es auch bleiben. Mhm. Das kostet mich viel Anstrengung, das so zu behalten. Ach, also gibt es noch andere, die das auch versuchen, ja? Oh, das Gesundheitswesen ist der erste Angriffspunkt für allerlei unserer Art. Kann ich mir vorstellen. Wo sonst kommt man einfacher an Blut? Das ist richtig. Und das Krankenhaus und die Arztpraxen und alles andere sind tabu. Und das ist schon immer so in dieser Stadt. Die Menschen brauchen einen Rückzugsort zum Gesunden. Verständlich. Und der Handel mit Blutkonserven muss ebenso überfacht werden, dass es nicht auffällt, dass hier und da etwas verschwindet. Natürlich. Das kostet alles sehr viel Aufwand. Bisher erledigen das Coole für mich, aber ich würde mich darauf einlassen, diesen Aspekt in Ihre Hände zu geben. Das hört sich für mich nach einem fairen Deal an, in der Tat. Ich würde trotzdem sehr gerne eine Möglichkeit finden. Wir können da ja eventuell nochmal weiter drüber reden. Irgendwie auch die Ärmeren, irgendwelche Programme für die Ärmeren der Stadt aufzubauen. Wenn Sie ein solides Finanzkonzept für eine solche Dinge haben und Sterbliche anstellen, die die Untersuchungen und Operationen und Behandlungen durchführen, dann sind wir auf einem Niveau. Dann aber werde kein ich nicht Kainit legt eine Hand an ungesunde Menschen. Dann werde ich schauen, was ich da herausfinden kann. Machen Sie es zu Ihrer Aufgabe. Mache ich. Und glauben Sie mir, dass diese Sache sich bewährt hat? Okay. Man kann uns nicht vertrauen. Sie können sich nicht mal selber in den Spiegel schauen und sich vertrauen, wenn sie ehrlich mit sich sind. Wenn das für Sie so ist, dann tut mir das sehr leid. Das ist für uns alle so.
Nur einige von uns akzeptieren das und andere klammern sich an dem fest, was sie mal waren. Aber wir sind nicht mehr das, was wir mal waren. Und niemand weiß besser als ich, wie sehr wir uns das, was wir waren, zurückwünschen. Und er blickt sich so rum, aber das kommt nicht wieder. Das nicht wiederkommt, das weiß ich. Aber das heißt nicht, dass sämtliche Aspekte meines vorherigen Lebens auf einmal verpuffen. Das tun sie nämlich nicht. Das ist auch nicht das, was ich wollte. Ich wollte nur, dass sie akzeptieren, dass diese Art, wie wir sie hier vollführen, so eine gute Art ist und dass sie das erkennen, welche Vorteile es hat, keinen Nieten in diese Dienste hineinzusetzen. Es war mal so. Kein Nieten in den Notarztwagen, kein Nieten im OP-Saal, kein Nieten in den Abendschichten. Es ist nicht gut ausgegangen. Die zweite Inquisition kriegt sie schneller, als sie Hü und Hott sagen können. Das ist der erste Punkt, wo gesucht wird, wie ich schon sagte. Okay. Dieser Zweig muss kontrolliert werden und das tue ich. Aber ich bin alt und vielleicht etwas, wie sagt man heutzutage, nicht mehr up to date. Vielleicht können Sie da helfen. Ich kann auf jeden Fall versuchen, etwas frischen Wind reinzubringen. Solange Sie die Regeln akzeptieren, ist das mir so recht. Keine Kaniten, die für das Krankenhaus arbeiten, die mit den... Keinen direkten Kontakt. Keinen direkten Kontakt zu Kranken und Verletzten. Das akzeptiere ich. Dann werden wir uns einig. Okay. Reicht dir die Hand? Dann schüttel ich die. Schön. Ich werde dann wahrscheinlich einige auch Dokumente über die momentane Lage des Gesundheitssystems in dieser Stadt brauchen, um mich einzuarbeiten. Ich weiß nicht genau, wie das bisher alles funktioniert hat. Teil meiner Behandlung mit den örtlichen Dingen war, dass ich es indirekt bekommen habe, also mir indirekt einen Eindruck gemacht habe, was hier läuft und was nicht läuft. Ich kann sie gerne in Kenntnis setzen an dem, was ich meine, was wie hier läuft. Dokumente anzufertigen, ist gefährlich. Aber gibt es nicht einfach offizielle? Oh, die gibt es, klar. Aber wie wollen Sie daran kommen, wenn Sie nichts mit dem Gesundheitssystem zu tun haben? Wie gesagt, wäre halt die Frage, ob es nicht einfach eine, nennen wir es mal, administrative Position gibt, die da dran kommt. Gibt nicht es jeder, der Menschen natürlich. Ist. Also ich haben kann auch sie gerne diesen Menschen vorstellen, aber sie dürfen nicht wissen, was sie sind und was sie machen. Sie können sich gerne bei ihnen einschleimen und ihre Möglichkeiten ausnutzen, um an die Informationen ranzukommen, oder sie können mir vertrauen in dem, was ich ihnen sage, was sie weiß. Es hat mich Jahrzehnte gekostet, aufzubauen, das Beziehungsnetzwerk, das ich hatte. Ich denke, bei ihnen wird es ähnlich lange dauern. Okay. Aber es lohnt sich. Denn niemand kann es zurückverfolgen. Okay. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, sagt man. Gut, dann sagen Sie mir dann doch, was Sie wissen oder was Sie denken, was ich wissen muss. Gut, dann haben wir viel zu tun für die Nacht. Zum Glück ist sie noch jung. Und hoffentlich haben sie ein gutes Gedächtnis. Ich habe vor allen Dingen Papier und Stift. Wie ich schon sagte. Dokumente anfertigen ist nicht schlimm, aber ich kann Stenografie.
Das hilft auf jeden Fall erst schon mal. Dokumente sind gefährlich, wie ich mich bemerkte. Also, was nicht hier ist, verlässt diesen Raum nicht. Darf ich wenigstens ein paar Karteikarten machen, während wir reden, um es mir besser merken zu können? Keine Dokumente. Außerhalb dieses Raumes, okay. Machen Sie sich Notizen. Die Notizen bleiben allerdings hier, beziehungsweise werden ein Opfer der Flammen, wenn sie gehen. Okay. Ich bin halt ein besserer visueller Lerner. Auch daran kann man arbeiten. Ich habe ja eine halbe Ewigkeit. Richtig. Und was Sie als Ärztin wissen sollten, nur dem Auge zu vertrauen, ist auch gefährlich. Oft ist das, was man sucht, nicht vor Augen. Aber auch nicht unbedingt zu hören. Sie sind klüger, als ich dachte. Ja, dann hat Dr. Angela den Rest des Abends ein durchaus interessantes Gespräch mit dem Frank, der dich mit allerlei Fakten und Kombinationen und Beziehungsnetzwerken vollbollert. Mhm. Er ist sehr strukturiert in dem, was er sagt. Also der, okay. Es ist schon fast so, als hätte er das wirklich auswendig gelernt, die ganzen Sachen. Aber ist auch dementsprechend, weil es so komplex und so durchdacht ist, sehr schwer zu folgen und sich in der Tat schwer zu merken. Also da wirst du dran zu klappern haben. Ja. Ich kann auch nichts machen. Ja, er hat so seine Eigenarten. Ja, und dann verlassen wir für diesen Part, ich denke, da müssen wir Dr. Angela nicht bei zugucken, wie sie einem etwas älteren Vampir beim Dozieren vor. Gehen wir rüber zu Isaiah. Was hatte der denn jetzt vor in der nächsten Zeit? Der Isaiah. Der hat ja das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da hat er in eine Sackgasse geguckt und hat dem Mr. Pranava beim Verschwinden zugesehen. Wenn ich mich richtig erinnere. Da haben wir ihn das letzte Mal gesehen, ja. Genau. Tatsächlich hat er sich infolgedessen erstmal verzogen und ein bisschen den Kopf unten gehalten, um nach Möglichkeit nicht weiter aufzufallen. Denn wenn Leute die Sprengsätze in Hochhäusern anbringen, dann passieren ja schlimme Dinge. Und auch der Pranava wirkt jetzt nicht gerade entspannt. Deshalb ist das, was Isaiah als erstes macht, im Grunde genommen erstmal sich in einen Low Profile haben und dann sich umhören, ob und wann Mr. Pranava mal wieder auftaucht oder ob der jetzt gone for good ist. Wo hörst du dich denn da um? Bei den Mitvampiren, die ich so kenne. Klingel bei Sam im Club und ich frage bei beim Prinzen nach. Aber wo denn zuerst? Ja, zuerst bei Sam oder zuerst beim Prinzen? Zuerst bei Sam. Sie ist ja die Harpie, die muss doch jeden kennen, oder? Na dann klopft es irgendwann an dem noch nicht fertigen Nachtclub bei Sam. Irgendwann abends gegen 23:30. Ja. Sam, bist du da? Hallo? Wenn ich gerade mein Geist ja gesagt hat, dann bin ich wohl da. Ja. Hallo, Isaiah. Hi. Hast du in letzter Zeit den Mr. Pranava gesehen, den Rumänen? Lass mich mal überlegen. Ja, er war hier. Ich habe mich zusammen mit Bruce mit ihm unterhalten. Wann war das denn?
Lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, das war kurz vor Silvester. Seit Silvester hast du ihn nicht mehr gesehen? Nein. Ah, okay. Ich sah ihn tatsächlich am Silvesterabend und etwas ziemlich Kurioses ist passiert. Vielleicht. Ach, was soll's. Ich habe gesehen, wie ein Auto implodiert ist. Also, als würde alles von außen nach innen gesogen. Und ich glaube, das war das Auto, in das er einsteigen wollte. Dann wirkte er ein bisschen geschockt und dann ist er in eine Sackgasse gelaufen und verschwunden. Und ich bin hochgradig irritiert, wenn Menschen einfach so von der Bildfläche verschwinden. Naja, ein Mensch ist es ja nicht mehr. Naja. Und unser Eins hat ja durchaus die Möglichkeit, einfach von der Bildfläche zu verschwinden. Naja. Denk an den Dicken. Ja gut, aber er ist ja nun mal nicht der Dicke. Ich meine, hast du es nachgeprüft mit erweiterten Sinnen, ob er tatsächlich verschwunden war oder ob du ihn nur nicht mehr gesehen hast? Also er guckt so an sich runter. Ja, du hast diese Fertigkeit nicht. Gut zu wissen. Ich hätte dich ja gern dabei gehabt. Wann war das denn ungefähr? Hast du eine Uhrzeit dazu? Silvesternacht, kurz nach der Explosion mit Ronans Namen auf dem Hochhaus. Wäre jetzt Minuten spannend zu wissen, danach, ob die zwei Sachen irgendwie zusammenhängen. Ja, mir kam das Timing auch so komisch vor, deshalb frage ich. Und vor allem, wer würde Pnava an Steda wollen? Ich nehme an, da gibt es genug, aber... Außer uns jetzt. Ich kenne nun mal keinen persönlich. Ich meine, er hat Gastrecht in dieser Stadt. Ja, ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man sich mit einem Anschlag auf sein Leben riskiert, man sein Gastrecht. Es kommt mir auch hochgradig komisch vor. Er wirkte immer so, als hätte er die Finger überall im Spiel, aber nicht so, als würde das so weit führen, dass, naja, jemand versucht, ihn umzubringen. Und das wirkte schon so. Vor allen Dingen auch so wieder natürlich. Eine Implosion. Als wäre ein Vakuum entstanden in diesem Auto. Das kann ja so. Gut, sein Plan sind Zauberer. Gibt es noch andere Tremere in der Stadt? Außer Ronan? Veronica? Veronica. Aber hat er solchen Streit mit Veronica? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie sind sich nicht hundertprozentig grün. Kannst du dich noch erinnern? Bruce hatte uns doch erzählt, dass er mal mit Veronica reden musste, dass Pnava ihn dahin geschickt hatte. Ja. Also von daher sind sie sich vielleicht nicht so richtig gute Freunde. Aber ich meine, in dieser Gesellschaft ist das ja, reden wir nicht drüber. Er ist schon gut Freund hier. Ja. Aber ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, ob sie, also wie gesagt, ich denke mal, dass Sabra ganz gut mit ihm steht, weil sie gesagt, er hat immer noch Gastrecht in dieser Stadt. Sie hat das Gastrecht verlängert und ich werde mal vielleicht mit ihr sprechen. Eine irritierende Beobachtung. Wem hast du denn schon von dieser Beobachtung alles erzählt? Oh, nur dir. Ich dachte, du würdest Bescheid wissen. Ich habe mich erstmal etwas bedeckt gehalten. Es ging ja in letzter Zeit ein wenig brandgefährlich her in dieser Stadt. Hattest du Kontakt mit Ron, seit sein Name in aller Munde war? Wir sind uns durchaus über den Weg gelaufen, ja. Wie macht er sich so? Schiebt er mir die Schuld in die Schuhe dafür? Und auf Isaiahs Gesicht kommt so ganz gleich so nervöses Grinsen. So. Wieso sollte er dir die Schuhe dafür in die Schuhe schieben? Ich verstehe das nicht.
Wir wissen, wer das war. Oh, wirklich? Wer war das? Also, zumindest sehr wahrscheinlich ist das noch ein Gruß von einem Verflossenen. Oh, von deinem... Oh. Ha. Er hatte zumindest gesagt, er hat noch ein Geschenk für Ronan. Und nachdem Ronan kurz vorher einen Countdown auf seinem Handy gesehen hatte... Ja. Aber... Mein Gott, das ist... Ich habe wieder den Eindruck, das ist so lange her. Was ist eigentlich mit dem passiert? Ist der... Du hast ihn mitgenommen, richtig? Oh. Hm. Naja. Irgendwann ist man das erste Mal. Also von daher, ich glaube, Ronan denkt momentan an sehr vieles, aber mit Sicherheit sieht er dich nicht in irgendeinem Zusammenhang mit dieser Explosion. Das ist sehr beruhigend. Ich habe das Gefühl gehabt, er macht mich in letzter Zeit für viel von seiner Misere verantwortlich. Ich weiß nicht, das, naja. Ein Unschuldsam bist du nicht, Isaiah. Ich habe derartiges nie behauptet. Nun ja. Es stimmt schon, ein so offener Lügner bist du nicht. Das ist nicht deine oder eure Art. Ihr verpackt unschöne Wahrheiten oder unschöne Lügen hinter schönen Geschichten. So könnte man das, ja, ja. Weißt du, es ist schon ein wenig seltsam, dass dann, wenn dein Fall mitverhandelt werden soll, du einfach nicht zum Elysium erscheinst. Auch dafür kannst du Ronan danken. Wo warst du? Sam, willst du die Wahrheit wissen? Ich war tot, Sam. Naja, toter als jetzt. Veronica hat bereits vor dem Elysium entschieden, dass ich Gesetze gebrochen habe, die und der Strafe verdiene. Und nach dem Elysium war Sabra anderer Meinung. Das ist das Lange und Kurze der Dinge. Scheint ja so, als würde dich unser Prinz sehr zu schätzen wissen. Wäre interessant zu wissen, was du dafür bezahlen musstest. Du weißt doch, unter Blutsverwandten hält man zusammen. Du kannst doch auch mit Miss Gilman. Wieso sehe ich dann John nicht auch an einem privilegierten Platz, wenn man unter Blutsverwandten zusammenhält? Weil John nicht weiß, wie man sich benimmt. John ist ein ungehobelter Sack. Da kann ich dir jetzt nicht wirklich widersprechen. Aber trotzdem finde ich es seltsam. Ich habe gedacht, ihr haltet zusammen, wenn es gegen die anderen geht. Der Clan der Könige, war das nicht so? Ja, ja, ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte gerne mit John zusammengearbeitet, hätte er nicht versucht, mich umzubringen oder mich zu manipulieren. Ich reagiere allergisch auf sowas. Ja, ich frage mich aber, hat unser Prinz da nicht Mittel und Wege, ihn zur Ordnung zu rufen? Ja, man müsste ihn halt nur finden. Er lässt sich ja im Moment nirgendwo blicken. Was meinst du, warum ich nach ihm suche? Er ist ja... Hast du ihn theoretisch, wenn sie ihn einbestellt, müsste er doch erscheinen. Dafür müsste sie ihn erreichen können. Oh, ich bin mir sicher, es wird Mittel und Wege geben, ihm eine Nachricht zukommen zu lassen. Ich meine, Angela ist auch noch in der Stadt. Sam, du bist die Harpier, richtig? Könntest du bitte John zu Sabra einbestellen? Sie möchte gerne mit ihm reden. Wenn mir das Sabra persönlich sagt. Isaiah, tut mir leid. Ich bin auch an gewisse Hierarchien gebunden. Sam, der Freundschaft wegen. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun. Es gibt gewisse Hierarchien, die eingehalten werden müssen und gewisse Regeln.
Und ich mag es mir ehrlich gesagt nicht mit meinem Prinz verscherzen, wenn ich nicht sicher weiß, welchen Stand du bei ihr hast. Würde der Sheriff damit zu mir kommen oder einer der Primogenen? Dann natürlich, aber so? Ja, ja, ich weiß. Ich bin nur der Boy-Toy. Toy-Boy von Sabra. Ja, ja. Ist das ich habe es verstanden. Nein, das wenn ist du dich nicht in dieser so, Position siehst? Warum habe ich jetzt die Shawn Michaels Melodie im Hintergrund? Bring mich doch nicht zum Lachen. Hast du Sam oder hast du John oder den Dicken in letzter Zeit gesehen? Ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie sich bei mir zeigen werden. Weißt du jemanden, der sie in letzter Zeit gesehen hat? Hat Angela sie gesehen in letzter Zeit? Die waren ja schon immer dicke miteinander. Ich werde nicht mit Angela reden müssen. Nun ja, entweder du lässt mir offiziell einen Auftrag über Sabra zukommen, dass ich John zu ihr bestellen soll, oder du gehst zu Angela. Ich habe wirklich alle Hände voll zu tun. Ja. Und wie gesagt, ich bin auch noch neu in diesem Spiel, aber ich habe schon so viel mitbekommen, dass Hierarchien wichtig sind und eingehalten werden müssen. Und gerade bei... Es ist meine größte Blamage, mir das von dir sagen lassen zu müssen. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht. Dir auch eine schöne Nacht. Also ja, gerade sich so ein bisschen konsterniert in der Stirn, dreht sich um und geht. Und sucht sich ein Taxi, das in Richtung Angela fahren kann. Okay. Während ein Taxi sucht, gehen wir nochmal zu Bruce rüber, der ja hier beim Prepper angekommen ist. Ich würde eventuell vorher, wenn sich eine Möglichkeit bietet, noch einen kurzen Snack nehmen. Ich weiß nicht, muss der Müll drauf würfeln, um zu gucken. Im Trailerpark. Ja, mal gucken. Also ich kenne mich da ja ziemlich gut aus, aber ich weiß, ne, ob da irgendwie der Alki rumhängt, der da üblicherweise auch ist und wahrscheinlich jetzt schon wieder Stralle. Ja, dann mach mal einen Feeding-Check. Wo ist denn das? Was muss man da würfeln? Ich bin da super frei. Hab auch, muss ich schon das Cheat Sheet nicht auf. Ansonsten kann ich das auch später machen. So, dann gucke ich gleich eben passiv nach. Gehe ich erst zu Henry. Gab's irgendwo? Ich muss gerade gucken, wo. Ja. Da. Predator-Type, musst du nur eintragen. So, hab ich den nicht eingetragen? Nee. Oh, okay. Schande auf mein Haupt. In dem Reiter Blood and XP. Ja, mach ich dann. Hab so viel Zeug offen. Ja, wie gesagt, dann gehe ich erstmal zum Prepper und mach das gleich eben. Okay. Ja, der ist natürlich wie. Das Gelände ist ja hoch umzäunt mit Stacheldraht und so. Wenn du klingelst, könnt irgendwann dieses Gartentürchen-Summer-Ding, dann kannst du durch das Gartentürchen rein. Ja, da waren ja diese ganzen Schlösser. Ich weiß nicht, wenn der das automatisiert hat, dann wird er natürlich schon vorher da reingehen. Ja. Ja, boah, perfekt. Was rein. Ja, dann schau mich so ein bisschen um, hat sich da irgendwas dran verändert? Irgendwie hat er aufgerüstet? Ich meine, da war ja nur noch mal Waffen. Nicht, dass du das erkennen würdest jetzt, so auf den ersten Blick. Okay. Ja, dann, wie gesagt, schau ich da nochmal an. Hi! Die Tür zum Trailer geht einen Spalt weit auf und dir gucken so zwei Läufe von der Schrotflinte erstmal entgegen. Henry! Hallo, willkommen zurück, sagen. Bruce! Steckt so den Kopf raus und hat so tatsächlich einen Aluhut auf.
Gott, das ist so weit. Guckt rechts, links, komm rein, schnell, schnell! Ja, ich... Bevor sie dich sehen. Ich ducke mich, als wenn gerade Sperrfeuer über uns hereinbrechen würde. Dann geduckt ins Haus rein. Schnaps! Ja. Ja. Was ist denn los? Naja, die Regierung. Hast du was Neues für mich, Mann? Dann erzähl mal. Also, ich meine, beim letzten Mal hast du mich noch an der Tür empfangen. Ist das so krass geworden hier? Naja, man muss vorsichtig sein. Okay. Ach, war denn nicht... Ah, ich verstehe schon. Du warst schon lange nicht mehr da. Okay, okay. Dann setze ich mich irgendwo in die Wohnung rein. Ja, in den Trailer. Das ist ja nicht sonderlich groß. Ja, genau. Schiebt dir so ein Pinneken rüber und schüttet aus so einem Plastik-Ding, was wahrscheinlich irgendwann mal ein Kanister war, schüttet dir eine klare Flüssigkeit rein, die bestialisch riecht. Ja, eigentlich macht das Menschen blind, aber ich kann da nicht mal blind werden. Muss auch seine Vorteile haben, Vampir zu sein, ne? Ja. Ach, ich liebe diesen Vorteil übrigens. Warte, bis er dann auch reinkommt, weil das gebietet sich nun mal. Und dann, Prost. Du bist so blass, Junge. Was gemacht? Ich arbeite nur nachts. Und vorher war ich auch schon so ein Cheesehead. Ich guck mir so nach unten. Ich könnte Packers-Fan sein. Bah! Ja. Als nächstes sagst du mir, dass du Demokraten wählst. Henry, beruhig dich, ich bin vernünftig geblieben. Gut. Muss dann kurz einmal husten, tut mir leid. Das war okay. Ja, dann ich setz mich hin, würde dann mit dem prosten. Ganz normal. Ja. So. Warte mal. Hast du irgendwas Neues für mich? Wie war es da bei dieser Waffenschau? Irgendwas Tolles Neues bekommen? Oh, ja. Hab mir was geleistet. Zu sehen. Ich mach so diese Geste. So, komm, bring it. Klar. Aber kein Verraten. Mach ich nicht. Ach, ich nicht. Er tritt so zweimal auf den Boden und erst jetzt merkt Bruce, dass dann so eine Bodendiele ein bisschen locker ist und geht so hoch. Dann holt er tatsächlich so ein richtig langes Trommelgewehr hoch. Ach, du geil. Ich mach so große, Augen. Wie viele Millimeter hat das Ding? Ich stehe so auf und genug. Immer so Druck. Ich guck mir das so an. Ach du Scheiße. Also schlägt einen von diesen europäischen Mistautos auf 2 Kilometer Entfernung. Ich habe das letztens gesehen. Das war irgendein Video, was ich mitbekommen habe. Da hat so jemand auf diese Fitnesskugeln aus purem Stein geschossen. Ein Schuss, puh, weg. Sehr scheiß. Das muss doch arschteuer sein, Mann. Ich guck mir das so wirklich so genau an. Das Geld vom College. Denke, da gehe ich in meinem Alter wohl nicht mehr hin. Ich will's ja auch nicht raten. Ist scheiße da. Du Mann, ich weiß es. Ich fall jetzt quasi in die Tür, aber ich habe noch mal eine Frage an dich. Ich bin ja vorhin mit dem Bus hier, habe ja immer noch kein Auto. Und du kennst dich doch hier aus in der Stadt. Ich meine, so richtig gut. Also du bist ja länger immer hier als ich, Mann. Und da war schon wieder diese eine Tante. Ich beschreibe ihm dann die Freundin im Blazer. Und ich sag dir, die sah nicht nur furchterregend aus, die hatte auch irgendwas in ihrem Blick. Die hat mich gesehen. Ja, weiß ich nicht, ich glaube anders. Die hat mich gescannt. Also nicht wie eine Maschine, also ist kein Terminator oder so, aber ich meine, wie so einer von der Regierung. Also doch ein Terminator. Das kann auch sein, will ich gar nicht bestreiten, aber hast du von der mal gehört? Irgendwie, ich meine, hast du so Gossip, hast du irgendwie so Gerüchte gehört? Ich meine, du kennst dich ja aus. Ich bin da noch Noob da drin. Ich hab Gerüchte gehört über diese Stadt, als ich weg war. Ja, ja. Hier soll's
Vampire geben. Nein. Shit. Vielleicht ist die einer von denen. In der Regierung? Auch? Stimmt. Wenn da Echsenmenschen schon sind, dann sind da bestimmt auch vampirische Echsenmenschen. Okay, cool. Kennst du diese TV-Serie? From Dusk Till Dawn. Was? Wo die Frau mit zur Schlange wird? Bestimmt sowas. Ist das wie der Film? Ich kenne nur den Film. Den kenne ich nicht. Ach, scheiße. Wir rennen aneinander vorbei, Henry. Schon lange keinen Film mehr geguckt. Ach, ich habe Netflix. Alter, weißt du nicht, dass sie dich damit ausspionieren? Das ist eh Gewohnheit und so. Ich schicke dir alles ab. Falscher Name. Schaust du das hier, Henry? Natürlich nicht. Internetcafé in der Stadt. Da. Hinten in der Ecke, an dem alten Computer. Ach, an dem schäbigen, ja, ich weiß, was du meinst. Wo kein anderer dran will. Also, das ist das neue. Weißt du da irgend. Also, woher. Ich weiß, ich bin doch der Elbe quasi, ich kenne mich aus, aber woher weißt du das mit den Vampiren? Also. Ja, it's all over the Internet. Internet? Ja. Ach, ist das auf deinem. Darknet? Breitbart. Was? Breitband. Ah. Respekt. Die richtigen News. Wir sind so am Arsch. Okay. Hast du sonst noch was irgendwie? Ich weiß nicht, irgendwie FBI oder sowas. Ich habe letztens wieder diesen Van gesehen, der aufgebrochen war. Weißt du noch? Oder gehört der da auch zu dem? Vielleicht haben sie damit hier hingebracht, die Vampire. Das kann sein, aber die müssen doch auch irgendwo hier sein. Weißt du, irgendwo, ich hab keine Ahnung. Verstecken sich in Bars bestimmt. Hast du mal gefragt, ob die in der Bar sind? Da bei dir. Die FBI-Leute oder die Vampire? Die Vampire. Hab ich noch nie gefragt. Ich höre das auch gerade zum ersten Mal, aber... Die tanzen da doch immer, wie in dieser Serie. Ich hab zweimal erwähnt, dass Malcolm da dauernd rumsteht und euch beobachtet. Wie die tanzen so... Ich keine Ahnung, was du meinst, Mann, aber okay. Na, aber ich meine, weißt du irgendwas von so Leuten, von so Regierungsleuten, von so FBI-Leuten? Ich weiß nicht, wenn du sagst, die Ex-Menschen sind da auch schon drin oder die Vampire bei den Ex-Menschen oder andersrum, dann sind die ja eventuell auch bei der Regierung drin, weißt du? Ja. Ja, aber hast du da irgendwas mal gehört? Ja, die Vampire in den Deswegen meide ich halt jetzt Bars. Ach so, die Vampire sind auch in der Regierung, deshalb gehst du nicht in die Bar. Okay. Aber die sind doch nicht, also, ich meine, hast du schon genau von jemandem gehört? Wie in der Bar, ob da jemand sein soll? Oder, ich meine, ich kann mir gerade noch nicht vorstellen, dass die, ich meine, ich kenne ja quasi einen Großteil der Bars hier. Oder ja, meine ganzen Kiddies und so ab. Ich habe noch keinen gesehen, aber die sollen doch echt unauffällig sein. Okay. Oh, das so. Ja, so kurz bevor sie dich beißen, werden sie zur Schlange. Ach, die Radiologie-Vampire, ich verstehe, klar. Aber, ich meine, wenn die Regierung hier ist, das können die doch nicht über Bars regeln. Die müssen doch irgendwo so ein CSI Criminal Intern Hauptquartier haben. Meinst du, die Polizei hängt da auch mit drin? Ach du Scheiße, das kann natürlich auch sein. Meinst du, die Polizei ist da mit drin? Ich kenne ja immerhin den Chef, das weißt du, ist ein guter Kumpel von mir eigentlich, aber... Hast du ihn mal getestet, ob er ein Vampir ist? Knoblauch. Der frisst immer das widerliche Knoblauchbrot von Karl. Also, wenn das kein Vampir abtötet, weiß ich auch nicht. Macht er das auch noch? Klar, hab den vorhin noch gesehen. Ich schwöre dir bei allem, der Typ ist kein Vampir. Er ist ein guter Kumpel von mir, ich schwöre. Noch nicht. Ja,
Noch nicht, absolut. Du musst ihn warnen. Warnen? Oder soll ich das machen? Ich meine schon, ich sehe ihn heute Abend eh wieder. Ist gut. Aber du glaubst, die Polizei steckt da mit drin? Du hast das gesagt. Ich habe ja gefragt, ich habe dich gefragt, ob du das glaubst. Dann hast du das in den Raum geworfen. Dann klingt logisch. Klingt logisch, okay. Also machen die das dann über die Polizeizentrale? In dem großen Gebäude, in der Innenstadt? Ja, ich habe gehört, sie haben da vorgestern, glaube ich, merkwürdigerweise alle Computer ausgetauscht. Zufall? Wohl kaum. Und gut. Akten haben sie rausgetragen. Sie haben... Also irgendwas, was sie belastet wahrscheinlich. Haben sie wahrscheinlich verbrannt oder so. Verbrannt, Asche in der Wüste vergraben. Scheiße. Mann, der Scheiß ist so abgefuckt mittlerweile. Gesundheitsamt. Jetzt hast du auch noch Vampire und die Polizei. Ja, ich hab ja das Baby hier. Die sollen mal kommen, die Vampire. Ich guck mal. Hast du so ein scheiß europäisches Auto zernagelt auch so ein Schlangenvieh. Ich schau mir das so an. Wahrscheinlich, ja. Also, das ist so ein Ding, das kann man auch auf dem Jeep drauf montieren. Das ist so. Ja. Gottes Willen. Er ist John Rambo. Nur halt, muss damit nur noch schießen üben, irgendwie unauffällig, das ist das Problem. Wo willst du das denn machen? Du musst ja komplett an rausfahren bis zur Grenze oder was? Draußen in der Wüste. Ich brauche nur noch ein Ziel. Ich brauche irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kakteen. Könnte man auf jeden Fall machen. Allerdings, das wollte ich ja auch sagen, ich habe so Anzugträger letztens in der Wüste gesehen. Deswegen weiß ich nicht, ob du dahin gehen solltest. In der Wüste? Ja, ohne Scheiß. Ich wollte. Auf die kann man auch schießen. Nee, weiß nicht. Und rein zufällig. Hey, es ist äußerst verdächtig, wenn sich Leute mit komplettem Anzug durch die Wüste bewegen. Ja, das ist verdächtig, ja. Bruce ist halt echt so in dem Moment, oh Gott. Ich weiß nicht, vielleicht, aber ich meine, du bist ja ein Fort Knox, Mann, aber ich meine, die werden schon mit einem Wege, also wenn die das herausfinden, dass du Leute von denen abknallst in der Wüste. Ah, dann trauen sie sich nicht mehr her. Ich sorg mich um dich da, wirklich. Ich meine, du bist da so das Letzte vor. Wenn du weg bist, dann könnt ihr hier frei verfügen. Ja, soll mal herkommen. Ich habe genug Zeug hier. Ja, ich schaue so an die Wände. Wahrscheinlich auch noch irgendwie ein paar Waffen hängen. Oh ja. Schuss. Links, rechts. Ich teste nochmal so die da vor mir, ob die auch knarzt. Irgendwie so, als ob die hohl ist. So. Ja. Scheiße. Ja. Nun gut. Nun gut, okay. Ich hier. Ach so. Ich meine, ich habe ein bisschen mit deinem Schätzchen geübt. Aber wenn ich mir jetzt auch nochmal aufrüsten will, gerade irgendwie. Weißt du dazu von ich jemanden oder so? Kennst du jemanden, den ich befragen kann? Wieso? Ja, ich habe Leute auf der Waffenschau getroffen, durch die Kontaktdaten zukommen lassen. Oh ja, okay. Auf jeden Fall, oder? Ich meine, wenn ich jetzt mal schnell. Die Waffenshow ist in 2 Wochen. Das können wir auf jeden Fall machen. Aber hast du auch jemanden hier in der Stadt, den du kennst oder so? Nee, ich vertraue doch keinem hier in der Stadt außer dir. Das ist auch vermutlich besser so. Ach, der Arme. Ja. Und Knutzen. Knutzen ist okay. Das ist die geilste Oma aller Zeiten. Also, ich bin. Schaut dich so mit einer hochgezogenen Augenbraue an. Ey, das ist wie meine Großmutter, ja? Das ist die Beste. Die haut mehr Eierlikörbomben in sich rein als so mancher Jugendlicher in seinem ganzen Leben. Schon klar. Musst du mir nicht reden darüber einfach nicht, okay?
Hey, das ist die coolste. Sag's doch deiner Freundin nicht. Hä? Und Bruce ist so, hä? Na egal. Aber echt, die geht voll klar. Und Karl auf jeden Fall auch. Also, deswegen, ich. Der ist in der Bar. Mama ist auch in der Bar. Aber bei den beiden, ich kenne die ziemlich gut. Also, bin ich mir 100% sicher. Knoblauch. Wenn die was wissen. Knoblauch. Ich werde es überprüfen, Mann. Ich werde es überprüfen. Aber ich bin da wirklich 100% sicher. Also, wenn man hier noch bei Leuten sicher sein kann, also außer mir natürlich, dann sind das die beiden. Ich traue keinem anderen. Gerade nicht von den Taxifahrern. Die sind alle scheiße geworden. Furchtbar. Gerade im Bus wirst du angequatscht, im Auto wirst du angehalten von der Polizei. Aber den beiden wirklich, 100%, dem will ich meine Freundin alles anvertrauen. Wirklich. Na, gut. Deswegen, kannst du mehr. Aber gut. Ja, dann. Aber nur zur Sicherheit. Dreht sich rum, macht, hebt dann so den Hocker, auf den er gesessen hat, machst du die Lehne ab und kohlt da drunter so ein Kranz Knoblauchzehen vor und hängt dir den so um. Mhm, der stinkt auf, wahrscheinlich immens nach Knoblauch. Ja, natürlich, ist halt Kranz Knoblauch. Ey, das ist doch, gibt's doch nur einen Film, Mann. Boah, ist das wirklich notwendig, Mann? Nur zu deiner Sicherheit. Kann ich dir nicht auch... Ey, wie viel ist das denn? Also ist das jetzt wie so eine Hawaii-Blumenkette? Ja, genau. Ja, dann stehe ich da so und mach da so mein Pulli drüber. Schon Verstoß so. Ich hätte auch noch das hier. Holt so eine Spraydose raus. Selbst gemixt. Ja, das ist aber kein Weihwasser, oder? Nein. Ach so. Was ist das denn? Knoblauchessenz. Ich als glaube, Deo. Verstehste? Ich verstehe. Dann ziehe ich halt so diese Knoblauchkette ab und gebe die ihm ihre ganz sachte und dann nehme ich dieses Spray. Ich glaube, ich nehme nur lieber das hier. Das ist okay. Quasi so ein Anti-Vampir-Pfefferspray. Richtig. Zwinkert hinzu. Klammer. Mann. Wie gesagt, ich schaue mir das an, schüttel die so und tue die dann so irgendwie so in eine Bordtasche. Manche Frau ruft. Aber ich will nur noch mal sagen, pass echt auf die auf. Ich habe Angst wegen dem Gesundheitsamt. Von denen habe ich noch nichts gehört, Vampire, aber du erinnerst dich noch, als die bei mir eingebrochen sind. Das habe ich nicht vergessen. Die hängen ja immer noch rum. Sollen die mal hier versuchen? Die müssen mal hier. Die hast du aber hier nicht mehr gesehen, oder? Zufällig, jetzt wo wir gerade noch dabei sind. Nein. Auch nichts generell gehört, ob die in der Stadt noch rumhängen oder so. Hast du den. Diesen, da war doch auch dieser dunkle Wagen hier. Der Straße, oder? Das ist die noch mit den verdunkelten Scheiben. Ja. Hat jemand was gehört? Fährt hier ab und zu durch. Immer noch? Immer noch die Sonnenbrillenträger drin oder was? Ja. Was suchen die denn hier? Weiß nicht, solange die sich so auffällig verhalten, ist mir das egal. Das stimmt wohl. Nun gut, Mann. Ja, halt die Ohren steif. Alles gut. Du auch. Und pass auf die Bars auf und auf diese Schlangenfrauen. Ja. Ich klapp's ihn dann so auf die Schulter. Ah, ich hab noch was für dich. Warte. Dreh mich um. Was denn? Zieht er so einen Aluhut auf den Kopf. Ja, alles gut. Shit. Danke, Mann. Irgendeiner muss sich ja um dich kümmern. Ist das wirklich so ein ganz ausländisches Ding oder kann ich das unter der Kapuze verstecken? So, dass ja, das kannst du. Das ist einfach nur so ein. Achso, das ist eine runde Kappe, ja. Dann setze ich mir die so drauf. Dann tue ich die so ganz vorsichtig unter die Kapuze. So. Gut, dann kannst du wieder aufschließen. Ich kenne die vier Zahlen kurz nicht. Krieg ich raus. Ja. Ja, dann geht Bruce wieder aus dem Trailerpark raus. Und natürlich entsorge ich, wenn er mich nicht mehr sehen kann, sofort diesen blöden Aluhut.
Auch wenn es ein Geschenk war. Aber das Knoblauchspray behältst du. Achtest du aber bitte drauf, dass du es in Recyclingmüll tust? Das erwarte ich von Bruce irgendwie. Ja, doch, auf jeden Fall. Sowas in den USA überhaupt? Das weiß ich nicht. Dann auf jeden Fall, klar. Du halt vielleicht echt nur eine Ecke weiter, wenn du dann sofort. Ja, okay. Ja, da Dr. Angela ja beschäftigt ist, wird Isaiah bei Dr. Angela erstmal vor verschlossener Tür stehen. Verdammt. Oh, jetzt geht's hier los. Fängt der Sturm an. Ja, Gewitter. Uff, bei mir ist noch nichts zu merken. Ist aber sehr stimmungsvoll. Hab ich bestellt. Bitte nicht, ich kann morgen nicht auf Arbeit. Also er steht mal wieder vor verschlossenen Türen und ist frustriert und einsam. Genau. Kannst Dr. Angela eine Nachricht hinterlassen? Ja, ich schreibe was auf so einen Zettel und schiebe es unter der Tür durch und sagen wir, ja, ich würde mich freuen. Treffen, wo ich. Meld dich mal. Hallo. Wir müssen mal reden. Ja. 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 Und dann wo hat Veronica ihr Gebiet? Um die alte Kirche. Um die alte Kirche rum, okay. Ja. Da wart ihr auch, glaube ich, schon mal. Ja, wir waren da, um Bescheid zu sagen, dass wir den Bürgermeister genau, ihr habt da diesen, in den Griff bekommen haben. Ihr habt da auch diesen Typen da abgeliefert. Ja, richtig. Mir fällt jetzt erst ein, wir hätten Adam einfach mitnehmen können und den bei Veronica abliefern können. Wie kann es sein, dass wir das jetzt erst werden? Naja. Damals warst du nicht so skrupellos. Ja, das stimmt. Also er wird dann so Richtung dahin fahren und da gibt es bestimmt dann, ich sag mal, da gibt es bestimmt irgendjemanden, der er wird zu der Kirche gehen und da mal anklopfen und nach Veronica fragen. Okay. Ja, wir gucken nochmal ganz kurz zu Sam rüber, weil die kaum noch was gemacht hat heute bisher. Ja. Gibt es da noch Pläne? Ich wollte auch zu Frank. Nachdem Isaiah verschwunden ist. Der ist ja aber wahrscheinlich telefonisch oder ähnlich nicht zu erreichen. Beziehungsweise dem hatte ich ja schon in der Silvesternacht, also vor bald 2 Wochen, eine Einladung geschrieben. Kam darauf irgendeine Reaktion? Wir sehen uns beim Elysium. Sehr schön. Ich habe auch Veronica noch auf meiner Liste und Ellen, genau. Ich könnte bei Ellen... Jetzt wird's laut hier. Ich könnte bei Ellen vorbeigehen. Mit der wollte ich mich auch nochmal unterhalten. Die ja vielleicht aber nach dem Elysium nicht so richtig super gut auf mich zu sprechen ist, aber naja. Ich fürchte, mit dieser Geräuschkulisse hier, hört man das so? Ja. Wird das jetzt mit so, ich kann da kaum was verstehen hier. von daher, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken, ob irgendwie kriegt ihr noch was untereinander hin? Weil wenn ich jetzt viel reden muss, ist das, glaube ich, unangenehm hier. Dann sollen die anderen, weil bei mir wäre es jetzt halt erstmal, diese Gespräche zu führen. Ja, du verstehst genug, Downey, aber ich verstehe die Leute nicht, trotz Kopfhörer. Oh. So,
Vielleicht springen wir einfach in den nächsten Tag und Angela sieht dann die Notiz von Isaiah und vielleicht kann man sich dann treffen. Tut mir jetzt leid um Sam, aber... Hast du denn dann auch irgendwie einen Treffpunkt? Du hast einfach gesagt, komm mal zu mich oder irgendwie... komm mal bei mich bei. Ja, genau. Ja, klar, das ist eine Einladung zu, nein, obwohl, nee, nicht zu mir nach Hause, eine Einladung zu, ich weiß nicht, Abendessen. Aber wo? Restaurant. Da steht ein Restaurant. Victor ist zu, sich was auszudenken gerade. Okay, also erstmal, egal was Frank gesagt hat, hat Angela in der Zeit, so, wo sie noch zu Hause war, eine ganze Menge Notizen gemacht, um nicht alles wieder zu vergessen. Ja, zwischendurch die ganze Zeit, ja, ich weiß, ganz böses ganz Mädchen. Ja, ich weiß auch nicht, wie, ja. Ist einfach so auf Papier gebannt, ich habe nichts damit zu tun. Genau, es ist einfach passiert, so im Schlaf. also sie hat den Zettel offensichtlich bekommen. War auch nicht begeistert. Aber sie wollte ja sowieso auch mit ICA reden. Weswegen sie dann tatsächlich auch zu eben jenem Restaurant gehen würde, welches er vorgeschlagen hat. Beim Tippeln bitte muten. Oh, ja, sorry. Ja, dann können wir uns treffen. Ja, das ist quasi so eine Reservierung für 9 Uhr am Abend in so einem Restaurant, wo man immer so kleine Separis hat, wo man sitzt. Jetzt nicht gerade so ein Diner, aber so ein bisschen was, ganz bisschen Besseres. Okay, ja, dann würde sie dann auch pünktlich davor stehen. Genau, also er kommt quasi gerade so rechtzeitig, steigt quasi aus dem Taxi so gerade noch aus, guckt auf die Uhr, sieht sich und entschuldige, ich die Zeit, ja. Es ist schön, dich zu sehen. Das ist auf jeden Fall eine Weile her, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, in der Tat. Ich muss auch sagen, ich habe diese Einladung nicht erwartet. Ich muss mit dir über Sachen reden. Das dachte ich mir. Bitte, lass uns drinnen reden. Und er weist so nach drinnen, auf die Tür. Und, ja. Dann würden wir reingehen. Ja. Man führt uns quasi an so einen Tisch, der so ein bisschen separiert steht, wo man sich quasi in Ruhe unterhalten kann, um die ganze Zeit sich Gedanken zu machen, dass alle mithören. Wie ist es dir ergangen, die letzte Zeit? Doch, wie es so geht. Ich habe mich vor allen Dingen gestern das erste Mal mit Mr. Graham getroffen und ich habe jetzt da tatsächlich auch eine Aufgabe in dieser Stadt. Oh, wirklich? Was wirst du tun für ihn? Sagen wir mal so, ich bin jetzt etwas wieder im Gesundheitswesen aktiv. Ich denke, das wird dir reichen. Ist das nicht Henry Hearn? Machst du dir gar keine Gedanken, dass die Leute von der zweiten Inquisition da alle Nase lang ihre Finger reinstecken? Glaub mir, er hat mir da gestern stundenlange Vorträge gehalten. Schlimmer als Professor Gringham damals auf der Universität. Oh. Ich habe alles im Griff. Oh, okay. Ja, das ist schön zu hören, schließlich. Steht uns ja mit denen in absehbarer Zeit wieder Ärger ins Haus, nicht wahr? So wie es aussieht.
Ja. Was willst du? Hast du rein zufällig in letzter Zeit John oder den Dicken gesehen? Ich suche immer noch nach den beiden und das geht den beiden gut. Ja. Das ist schön. Nicht wahr? Speziell Sabra hat mich gebeten, dass ich John mal dazu bringen sollte, dass er bei ihr vorstellig wird und ich kann ihn ums Verrecken nicht finden. Vielleicht wärst du so gut und könntest mir dabei wüsstest, wo ich ihn finden kann. Ich habe keine Ahnung, wo die beiden sind. Ja. Wirst du sie in irgendeiner absehbaren Zeit vielleicht wieder sehen, dass du eine Nachricht überbringen könntest? Wenn sie Lust haben. Ah, okay. Ich habe kein Problem, ein Zettelchen irgendwo da zu lassen und denen zu sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass John dieser Einladung nachgeht. Und ich glaube, das weißt du auch. Ja. Siehst du, ich einerseits ja, andererseits, er ist immer noch ein Vampir in dieser Stadt und Zabra ist immer noch der Prinz. Wenn er nicht in absehbarer Zeit als vogelfrei gelten möchte, dann sollte er vielleicht mal vorstellig werden. Tja, ich bin aber auch nicht sein Babysitter. Ah ja, dementsprechend. Ja, absolut. Du bist nur die Einzige, von der ich weiß, dass sie ihn mal gesehen hat in letzter Zeit. Gesehen habe ich ihn auch nicht. Ach, noch nicht mal das, okay. Diese ganze Sache mit Ronan. Es hört nicht auf. Ja, so kann man das auch sagen. Aber weißt du, wo Ronan und Sylvester gerade so auf dem Tisch stehen? Und ich beug mich so ein bisschen nach vorne. Mir hat da ein Vögelchen gezwitschert. Aha. Du kannst froh sein, dass wir gerade hier sind und nicht irgendwo, wo uns keiner sehen kann. Aber ja. Trotzdem, du weißt, als Primogenin habe ich so die ein oder andere Befugnis, auch über dich. Und ich sage dir eine Sache, wenn ich noch einmal mitbekomme, dass du in Liliens Nähe bist, werde ich dir die Hölle unterm Hintern richtig heiß machen. Also er so rutscht so auf dem Stuhl so 2 Zentimeter zurück und nimmt sie von Angela weg. Ja, hör mal, Angela, ich wollte da mit dir über etwas reden. Ja, das mit Lillian, das ist weißt du, ich höre. Ich war da vielleicht ein bisschen impulsiv und habe da vielleicht etwas Ungeschicktes getan. Und zwar. Ich hätte gerne. Siehst du, ich finde, Lillian ist eine ganz hervorragend bezaubernde Frau und ich dachte mir, es wäre gut, wenn sie für mich arbeiten würde. Vergiss es. Vergiss es. Nein. Lillian ist meine beste Freundin. Nein! Dein Einspruch könnte zu spät kommen. Was willst du damit sagen? Ehrlich gesagt, ich bin selber nicht so ganz sicher. Ich
wie gesagt, ich habe etwas. Ich war am Silvesterabend nicht ganz ich selbst. Ich hör auf, doof um den Brei herumzuschwafeln. Ich habe ihr angeboten, zu meinem Ghoul zu werden. Angeboten. Angeboten. Das wird erstmal ein filmreifer Tableflip. Ganz ehrlich, du siehst, wie ich so ganz kurz, so ein kleines Stückchen nach hinten und dann einfach wirklich den Tisch in die Fresse haue. Ups. Alle gucken sich um. Du widerwärtiges Arschloch. Vergiss nicht, wo wir sind. Tu ich nicht. Und ich packe dich am Kragen und schleife dich raus. Okay, ja, ja. Nein, die Rechnung, die Rechnung. Ich komme gleich wieder, um das zu begleichen. Und dann, ich weiß nicht, ist da irgendwo eine dunkle Ecke? Ja, man muss, also das ist ja schon ein etwas feinereres Restaurant, was sich Isaiah ausgesucht hat wahrscheinlich. Also von daher wirst du ein bisschen was laufen müssen, bis du da so eine Ecke kriegst, ja. Das ist mir dann tatsächlich egal. Ich schleife ihn mit mir. Ich weiß nicht, inwiefern er versucht, sich So, dann, wie gesagt, ich schleife ihn irgendwo in eine Seitengasse, drücke ihn gegen die Wand und zische ihm, fauche ihm ins Gesicht. Es ist mir scheißegal, was du denkst, was für Rechte oder sonst was du hier hast. Es ist mir auch scheißegal, was bisher passiert ist. Wenn du sie noch einmal anrührst, bring ich dich um. Und ich bohre halt in das Haar. Also bin halt kurz vor einer Fancy, wenn ich nicht sogar in einer Fancy drin bin, sowieso. Ich bin einfach freiwillig in der Friends hier drin, das ist mir eigentlich scheißegal. Und du siehst halt wirklich, wie meine Augen anfangen zu leuchten und ich richtig Krallenhände kriege und ich drücke dir meine Krallen halt einfach so richtig in die Kehle rein. Hast du mich verstanden? Und ich drücke noch einmal ein bisschen fester zu. Lasse dann ab und trete nochmal irgendeine, keine Ahnung, Mülltonne oder sowas um, die in der Gegend. Das, was denkst du dir überhaupt dabei? Sie. Dass Vampire nicht atmen müssen. Sie war geeignet. Ich schlag ihm nochmal eine rein. Einfach so ein Kinnhaken. Nämlich. We take those. Isaiah also macht so diese schöne Seitwärtspirouette und rollt noch so zweimal über den Boden. Ja, und dann bisschen über den und halt mit einem von, also ja, einer von meinen Stiefeln einfach wirklich so auf deinen Brustkorb so. Ich habe auch Augen und Ohren überall. Vielleicht nicht wie die Rabenkönigin oben, aber ich finde raus, wenn du noch mehr Scheiße baust. Also ja, da verliegen sie gar nichts. Ich glaube, meine Nachricht ist angekommen. Und dann drehe ich mich um. Hast du noch irgendwas zu sagen? Also er setzt sich so ganz, rollt sich so über die Seite auf alle Vieren und sitzt dann so
an der Hauswand, an der dann quasi gerade zusammen gegengerollt ist. Und sagt dann nur: Das hier ist angemessen. Ich hatte mehr befürchtet. Ich bewahre mir gerne noch ein kleines bisschen Menschlichkeit auf. Ich schulde dir etwas. Wann du irgendetwas brauchst oder ich dir irgendwie helfen kann, sag es mir. Es kostet dich nichts. Ich erwarte keine Gegenleistung. Ich spucke einmal auf den Boden, gehe. Und ich würde tatsächlich zurück, also ich würde erstmal ein paar Minuten wahrscheinlich versuchen, mich so ein bisschen von den Straßen so fernzuhalten, wo halt Leute sind, bis ich wieder runterkomme. Und ich würde danach tatsächlich zu dem Restaurant gehen, um mich zu entschuldigen und die Rechnung zu begleichen. Was macht Alcer in der Gasse? Erstmal sitzen bleiben. Sitzen bleiben und in den Nachthimmel gucken und warten. Und dann hört er irgendwann so eine Stimme von neben sich: Das ist ja nicht so gut gelaufen. Naja. Was? Wo bist du denn? Nenn mich Manche. Wanze oder Manche? Wie du möchtest. Schön, dich kennenzulernen. Mein Gesicht sieht jetzt nicht mehr so hässlich aus wie deins. Das gefällt mir. Tja. Manze mag Primogen von Brucha. Du aufpassen, Manze guckt für Primogen von Brucha. Ja, alles klar, Manze. Wollt nur du wissen, dass das nicht nur leere Drohung. Na, ich hätte ja das auch so geglaubt. Ach, Wanze. Und also er legt so den Kopf in den Nacken, bis er so an die Hauswand stößt, guckt so in den Himmel und sagt: Wanze, was mache ich jetzt? Keine Antwort. Wenn du also rüber guckst, ist da auch keiner mehr da. Ach. Alle haben ihren privaten Nossi. Will auch rein. Und dann. Bruce hat keinen. Dann kraxelt Isaiah so langsam an der Wand hoch, so, bis er sich aufgerichtet hat. Guckt dann so die Straße runter. Quasi da, wo die Lichter sind. Und dann die andere Straße runter, wo es halt so eine dunkle Gasse führt, geht dann so in die dunkle Gasse rein. Und läuft dann zu Fuß zurück nach Hause. Ja, was Isaiah merkt irgendwie ist, und Angela merkt das ja auch, und Sam und Bruce merken das auch, je nachdem, wo sie sich gerade befinden, ist, dass ein kleines Erdbeben passiert. Nicht sonderlich stark, aber durchaus merklich. Passiert das in der Region häufiger? Oder ist das schon, ich weiß es gerade gar nicht, geologisch gesehen? Eher nicht, nee. Eher nicht. Reagieren die anderen Menschen da irgendwie besonders drauf? Ja, wie man halt so reagiert, wenn die Erde bebt. Wenn die Erde bebt, okay. Kommst du mal. Ich bin in Sacramento aufgewachsen. Also direkt an der Verwerfung von Los Angeles, wo das wahrscheinlich einfach so.
Also ich glaube, Sam wird da jetzt, die denkt nicht drüber nach, dass sie in Texas ist, dass es da vielleicht nicht üblich ist, sondern das sind Erdbeben, mit denen sie, wenn das so ein schwaches ist, damit ist sie groß geworden. Das, Ja, Bruce ist gerade bei sich in der Bude und steht so breitbeinig da. Achtung, in die Badewanne! Dann irgendwie so richtig total hysterisch so. Wah! Wo ist die Katze? Hol die Katze her da! Meine! Ja, sowas. Total hysterisch. Also da sucht sich irgendwas, wo es sich dran lehnen kann, einfach mal so, oder halt irgendwie einen Türrahmen rein oder so, wie man sich das halt auch eingebläut bekommt in der Schule oder so. Aber das ist ja wahrscheinlich auch nur einige Sekunden. Aber es war ja bei einem Atomangriff, aber gut. Aber ansonsten, das war, ist halt so, okay. Habe jetzt auch nicht irgendwie Panik verfallen oder so. Ja, und da Gewitter hier anscheinend nicht mehr so heftig gerade ist, können wir schnell Sam wieder einfügen. Okay. Sam wollte wo jetzt hin, genau? Wir sind jetzt 2 Tage weiter, oder wie war das? Ein Tag. Am letzten Tag war ja Angela mit. Wir können auch noch den Tag wieder zurückspringen, weil da war ja noch genug Zeit. Nur Angela und Isaiah konnten halt am letzten Tag nicht mehr miteinander reden. Ja, nee, ist mir egal. Wie gesagt, ich hatte Frank ja schon länger eine Einladung geschickt und also ungefähr 2 Wochen und. Ja, die Antwort war, man sieht sich beim Elysium. Stimmt, das war das. Okay, dann hätte ich noch Ellen auf der Liste. Ja, wo Ellen wohnt, weißt du ja. Genau. Würde ich vorher anfragen, ob es möglich, ob sie Zeit hat, ob ich bei ihr vorbeikommen kann, weil ich gerne mit ihr sprechen möchte. Weil ganz ohne Anmeldung kreuze ich da dann auch nicht auf. Ja, empfängt dich auch. Ist wieder der gleiche Raum, wo ihr schon mal drin, wo ihr schon mal miteinander gesprochen habt. Das haben wir jetzt zwar nicht on-air gemacht, glaube ich, aber wenn ihr Patreon seid, könnt ihr das Gespräch, glaube ich, das ist das, was wir gerade hochgeladen haben, neu. Ja. Könnt ihr das nachlesen. Ist halt ein sehr stilvoll eingerichtetes Ambiente, irgendwie so eine Apartment-Komplex, viel Glas, sehr hell und alles sehr stilvoll eingerichtet. Ja, wie es sich ja für Toreador gehört. Wie ist Ellen denn drauf? Sie steht halt vor dem großen Fenster, wie beim letzten Mal, als ihr euch verabschiedet habt, glaube ich auch. Schwer, ihre Gesichtszüge zu deuten. Kannst ja mal Wits und Insight machen. Ein. Wenn ich es recht sehe. Ja. Das sind 2 sogar? Einen bei den normalen Würfeln und einer bei den Hungerwürfeln. Also insgesamt 2 Erfolge, glaube ich. Ah, okay. Insgesamt hast du hier 4 gerollt, aber irgendwie sind die aus dem Bild gerollt, ne? Ja. Naja, Roll 20 manchmal. Ja. 2 Erfolge. Sehr schwer zu deuten. Ein sehr stoisches Gesicht. Irgendwie ein bisschen ein bemüht nichtssagend. Nicht so nett wie beim letzten Mal. Als Resting Bitch Face. So ähnlich, ja. Ellen, schön, dich wiederzusehen. Auch schön, dich wiederzusehen. Samantha. Immer gut ein Mitglied des Clans der Rose hier begrüßen zu dürfen. Womit kann ich dir denn helfen? Ich wollte mich einfach nochmal bei dir bedanken für deine Unterstützung. Ja.
Und ja. Das Angebot von Ellen, das kam total überraschend für mich. Und Sabra. Von Sabra, ja. Ich wollte es zuerst nicht annehmen, aber ich habe gedacht, bevor das dann an irgendeinen anderen Clan gegeben wird, die Haupte sollte in den Händen der Toreador liegen. Bin sicher, du machst einen guten Job. Ellen, es tut mir leid. Aber was hätte ich machen sollen? Weiß nicht, Sabra ist der Prinz. Wenn der Prinz etwas möchte, dann kriegt er das. Wie viele von uns sind denn jetzt eigentlich noch in der Stadt? Toriano? Ja. Muss der Spielleiter selber gucken. Muss mein Spielleiter nur gucken. Ich habe gedacht, ich brauche es heute nicht. Lad. Und die Anarchen. So. Vier. Nicht sehr viele. Bis vor kurzem waren wir fünf. Sam wird die Fäuste ballen und die Augen zumachen. Also, das musst du mir nicht sagen. Ah, du weißt Bescheid. Ich war dabei, als Andrew seinen Kopf verloren hat. Oh, das meinte ich nicht mit vor kurzem. Bis dann wären wir sechs. Was meinst du dann? Hat Sabra dir davon nicht gesagt? Nein. Ich habe Sabra zuletzt gesehen am Tag nach dem Elysium. Sabra hat einen von uns bestraft. Als erste Amtshandlung. Wie? Ellen, jetzt lass dir nicht alles einzeln aus der Nase ziehen. Er hat ihn dem ewigen Tod zugeführt. Als Bestrafung dafür, dass er gegen die Maskerade verstoßen hat. Ist das nicht aber eigentlich Aufgabe vom Sheriff? Ich denke, der Sheriff war nicht involviert. Zumindest habe ich ihn da nicht gesehen. Ich hatte die Wahl, den auszuliefern, weil er bei mir Unterschlupf genommen hat, oder ihn vom Sheriff suchen zu lassen. Aber müssen Maskeradebrüche nicht eigentlich auch verhandelt werden? Ja. Vor dem Prinzen. Wenn der Prinz es entscheidet. Ich habe gedacht, der Sheriff hätte da auch was zu sagen. Oder wäre da zumindest involviert. Der Sheriff führt nur aus.
Und wo war er dann, wenn du sagst, er war nicht da? Ich weiß nicht. Ich glaube, du hast mit dem Sheriff mehr zu tun als ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mir erzählt hätte, wenn er davon irgendwas gewusst hätte. Wie ich schon sagte, Sabra hat ihn übergangen, weil er nicht gebraucht wurde. Ich habe ihm das erspart. Mhm. Wer war es? Ein Neuling. Grün hinter den Ohren. Musiker. Hatte der auch einen Namen? Ja. Jemand, weiß ich nicht, ob man sich an ihn erinnern soll. Wieso suchst du jemanden? Ich suche gerade niemanden direkt, nein. Aber wenn er von unserem Clan war, würde ich trotzdem gern wissen, wie er hieß. Und vor allem, weil der Sheriff übergangen wurde. Es liegt im Ermessen des Prinzen zu entscheiden, wann der Sheriff eingreift und wann nicht. Aber wenn du so fanat darauf bist, den Namen zu erfahren, dann Diego hieß er. Armer Kerl. Nun, er war schuldig. Ich habe ihn geschützt, damit bin ich mitschuldig. Und andere, die genauso einen Maskeradebruch begangen haben, laufen da draußen noch fröhlich in der Gegend rum. Wer? I see ya. Interessant, dass du seinen Namen erwähnst. Nun ja, ich habe erst gestern mit ihm geredet. Hm. Und ich war dabei. Du weißt wirklich von nichts, nicht wahr? Hm? Du weißt wirklich von nichts, nicht wahr? Nein, ich weiß von nichts. Isaiah war derjenige, der Diego getötet hat. Bitte was? Und nach Ansicht unseres Prinzen hat Isaiah keinen Maskeradeberuf gegangen. Dieser Maskeradebruch wurde von den Menschen nicht weiter verfolgt. Ja. Vielleicht liegt es genau daran, dass der Sheriff nicht einbezogen wurde, weil der Sheriff dafür verantwortlich war, seine ehemalige Verurteilung durchzuführen. Ronan hat Isaiah angeschwärzt bei Joe. Joe und Veronica haben gehandelt und ihn verurteilt vor dem Elysium. Zu Recht, wie ich finde. Nun, ich war dabei, als Ronan mit Isaiah darüber geredet hat. Ja. Und es schien Isaiah ziemlich egal zu sein. Sabra hat entschieden, dass
Ronan Unrecht hat. Und dass die Bestrafung von Joe und Veronica nicht angemessen war. Sie hat ihn rehabilitiert und an ihre Seite gesetzt, als ihren Schoßhund. Mhm, wäre es kein Clansbruder von ihr, dann wäre das sicher alles überhaupt kein Problem gewesen, oder? Was hast du gesagt? Und du hast es gedacht. Ich werde nie öffentlich gegen den Prinzen reden. Manchmal ist auch eine nicht gegebene Antwort genug Antwort. Wenn du meinst. Aber noch was anderes würde ich gerne wissen. Wie gut hast du Andrew gekannt? Flüchtig. Ach, auf einmal nur flüchtig. Interessant. Er ist nicht sonderlich kommunikativ gewesen, als er hier war. Nun ja, als wir uns das letzte Mal unter vier Augen gesprochen haben, warst du überaus von ihm angetan und hast ihn ja in den höchsten Tönen gelobt. Das stimmt. Das erscheint für mich so, als hättest du ihn doch ein bisschen besser als nur flüchtig gekannt. Warum fragst du das? Es gibt Dinge, die ich gern über ihn gewusst hätte, wo ich die Antwort von ihm selber ja jetzt nicht mehr bekommen kann. Und du hoffst, dass er mir Dinge erzählt hat oder erklärt hat? Ich versuche einfach ein bisschen mehr darüber herauszufinden, wer er eigentlich war. Weil die Bedingungen, unter denen wir uns kennengelernt haben, einfach nicht wirklich die Möglichkeit gegeben haben, sich zu unterhalten. Dann frag. Was weißt du über Andrew? Was willst du wissen? Hat er diesen Namen schon immer benutzt? Was hat er gemacht, als er damals hier in der Stadt war? Eigentlich hat er hier die ganze Zeit mit den Tremere abgehangen und mit Malcolm. Hatte diese fixe Idee, Blutmagie zu lernen, auszuführen. Weißt du auch, warum er das tun wollte? Er suchte eine Möglichkeit, seine gefallene Liebe wieder zu beschwören oder zurück ins Leben zu holen. Und später dann einen Weg, die Stadt zu verlassen. Was er ja offensichtlich auch geschafft hat. Richtig. Hat ihn nicht wunderlich weit weggebracht, wenn du mich fragst. Das steht auf einem anderen Blatt. Er war wie hatte besessen von dieser Frau. Katharina hieß sie, glaube ich. Ja. Hatte keine Augen für sonst wen. Nicht mal für mich. Als würdest du nicht genügend Verehrer finden können. Ich bitte dich. Geht nicht um die Anzahl. Ich meine. Wie du schon gesagt hast, ich hatte eine hohe Meinung von ihm. Ist einer und der Spezies von uns, dem ich
so schwer mir das über die Lippen kommt, aber bedingungslos vertraut hätte. Und das ist selten. Ging es auch anderen so oder nur dir? Ich denke, kurz bevor er gegangen ist, hatten viele den Eindruck, dass er ein Spinner ist. Sie haben ihn gemieden, genau wie die Malkavianer auch. Und du? Ich konnte es mir nicht leisten, mit ihm gesehen zu werden. Und dann habe ich irgendwann erfahren, dass er weg ist. Und als er frisch hier in der Stadt angekommen ist? Habe ich ihn eingeladen. Aber er ist nie gekommen. Und dann habe ich dich gesehen und dachte mir, jetzt weiß ich warum. Du weißt, dass ich viel zu jung bin, als dass ich da der Grund für damals gewesen sein könnte. Geht zum Schreibtisch rüber, zieht so eine Schublade raus, holt ein Fotoalbum, blättert dann auf, reißt so ein kleines Foto daraus, was da festgepinnt ist, legt das auf den Tisch. Da drauf zu sehen ist ist Andrew in Soldatenuniform. Während dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich, wenn Sam das so einschätzen kann. Und eine junge Frau, die genauso aussieht wie du. Weißt du, wo dieses Foto gemacht wurde? In Paris, der Eiffelturm ist zu sehen. Kann ich das behalten? Ich hab dich nicht gehört. Nimm es mit. Ich denke, es hat für dich mehr Wert als für mich. Hast du noch mehr von ihm? Nur Persönliches. Weißt du noch etwas über Katharina? Sie war Deutsche. So viel weiß ich. Und ist hast du einen gestorben. Nachnamen von ihr? Müsste suchen. Könntest du das für mich machen? Sicher. Das wäre mir wirklich eine große Hilfe. Was kriege ich im Gegenzug? Hast du denn einen bestimmten Wunsch? Du hast dir doch sicher schon Gedanken darüber gemacht. Ich hatte viel Potenzial in dir gesehen, Samantha. Ich hatte mir gewünscht, dass wir Freundinnen werden und gemeinsam in dieser Stadt agieren. Nicht nur geschäftlich als Harpier und Primogen. Nicht nur, weil du Informationen über deines Erzeuger suchst. Hatte das Gefühl, da war mehr. Ich weiß nicht, wem ich in dieser Stadt überhaupt trauen kann. Ich bin hier nie richtig angekommen.
Dann nimm das als Vertrauensbeweis und keine Gegenleistung. Danke. Lass dir den Namen zukommen. Ich habe hier noch, und ich würde eine vorbereitete Karte rausziehen, wo die Spielregeln für den Club draufstehen. Du hast ja wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich gerade dabei bin, diese Fabrikhalle umzubauen. Ja, ich hoffe nicht, dass es auf deinem Mist gewachsen ist. Das war die einfachste Lösung. Und mit Clubs kenne ich mich aus. Das ist eine furchtbare Idee. Gerade jetzt, wo wir den Vertrag mit der Inquisition aufgekündigt haben, ist ein Anziehpunkt für Vampire ein Schuss nach hinten. Und in diese Stadt noch Vampire anzulocken, ich weiß nicht, wie Sabra auf eine hirnrissige Idee kommt. Tja. Aber was der Prinz will, bekommt er, nicht wahr? Genau das. Nichtsdestotrotz, hier sind die Spielregeln für den Club. Danke. Gib sie bitte weiter. Werde ich tun. Vielleicht haben wir Glück und das Ganze geht noch irgendwie glimpflich aus. Was soll glimpflich ausgehen? Das mit dem Club. Wird davon abhängen, wie du ihn führst. Erstmal muss er fertig werden. Viel Glück. Tja, wer die Bauarbeiter weiter so rumtrödeln, kann sich das noch eine Weile hinziehen. Sind schwer beschäftigt. Nun ja. Sonst noch was? Nein. Vielen Dank für den Namen. Dafür nicht. Ich krame hier in Erinnerungen, die mir nicht selber nicht besonders gut tun, aber wie ich schon sagte, für Toreador, die ich mag, tue ich das gerne. Ich glaube, dieser Name wird für uns immer mit schmerzvollen Erinnerungen verbunden sein. Für beide von uns. Dann? Wir sehen uns. Leb wohl, Sam. Leb wohl, Ellen. Schöner Punkt, um auszusteigen aus der heutigen Session. Wir haben ein bisschen überzogen, aber wir haben ja auch ein bisschen später angefangen. Ja, viele Informationen heute und neue Ansatzpunkte. Isaiah hat aufs Maul gekriegt. Der Arme. Kriegt jetzt wahrscheinlich nochmal einen drüber, wenn Sam und Ronan da rauskriegen, was er gemacht hat. Die Frage ist dabei, wie viel Schuld Isaiah daran tatsächlich aktiv trägt. Tja. Da hätte er Nein sagen können, aber was für Auswirkungen hätte das auf ihn? Also Richtig Nein sagen können hätte er nicht. Ich glaube, ich Eva, wie ich das sehe, war das sagen. Ja, glaube ich, eine Einbahnstraße. Die Frage ist, wie viel wissen wir offensichtlich davon, ne? Weil... Das wird Ronan vor allen Dingen dann wahrscheinlich
entweder selber herausfinden oder ohne das Wissen. Aber das ist eine Diskussion für die Aftershow-Party. Vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank für die Gewitterstimmung draus. Wer auch immer das bestellt hat. Falls ihr das später guckt auf YouTube, hinterlasst uns doch einen Kommentar unten drunter, wie ihr es fandet. Und vielleicht habt ihr eine Idee, was die einzelnen Charaktere so anstellen sollen mit ihrer jetzigen Situation. Was könnte Isaiah machen, um sich bei Dr. Angela wieder einzuschleimen, nachdem er jetzt so ins Fettnäpfchen getreten ist? Wie geht Bruce mit dem Pfefferspray, also mit dem Knoblauchspray um? Vielleicht habt ihr da eine Idee. Und also einfach lasst uns mal zukommen, was ihr denkt so. Liebe Kommentare, nette Kommentare sind immer sehr, sehr gerne gesehen, weil das trägt einen so durch die Woche. Deswegen hinterlasst uns ruhig ein paar Zeilen. Wenn ihr da seid, könnt ihr auch einen Daumen hinterlassen, aber das ist nicht so wichtig wie ein Kommentar, finde ich. Ja, und dann geht's in 2 Wochen hoffentlich weiter, wenn nichts dazwischen kommt. Und wann gibt's das nächste Mal was zu sehen mit Bruce? Und, also mit Bruce in 2 Wochen, aber mit Kakko? Wenn ich da jetzt nichts vergessen habe, dann am 14.02. meine ich. Ich gucke mal kurz im Kalender nach. Jo, 14.02., also das ist der Freitag. Da sieht man mich und Lilio auf jeden Fall, weil wir Charaktere bauen für einen weiteren One-Shot mit Mutant Year Zero. Und da sind auch noch ganz viele andere dabei und es wird ähnlich wie beim letzten Mal, dass wir den Zuschauern mal zeigen wollen, wie so Charaktere erstellt werden. Das könnte ganz interessant sein, auch für Einsteiger, weil das für alle Beteiligten das erste Mal ist in dieser Erweiterung quasi von dem gewöhnlichen Mutant Year Zero, weil wir mit Genep Alpha ja so Tiermutanten spielen, die ein bisschen anders funktionieren als die Menschen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt bei. Ja. Ist ja auch ein sehr interessantes System und ein bisschen was anderes, als wenn man sonst nur DSA, Vampire oder D&D kennt. Also könnt ihr ruhig mal reingucken beim Kakko auf dem Kanal. Ja. Ist das auch das nächste Mal, wann Lidio zu sehen ist? Oder? Tatsächlich. Einen Tag bin ich gemutet, weiß ich gerade gar nicht. Nicht gemutet, okay. Ich bin einen Tag davor bei Azrael mit die Genesis zu sehen. Auch ein sehr schönes System, aber auch in zukünftig. Ne? Auch genau, auch postapokalyptisch, aber doch schon ein sehr anderer Ton als Mutant Year Zero. Ja, ein bisschen ernster. Düsterer, ne? Ja, düsterer, ja. Ernster, ja. Dark Future und so. Ja. Dark Postapokalypse. Obwohl Mutant Year Zero auch sehr, sehr dunkel sein kann, wenn es denn will. Richtig, ja. Genau. Ja. Ja, und Feramin, wo sieht man dich das nächste Mal? Am 19. bei Rerion mit DSA. Simjala geht weiter. Genau, da muss ich auch noch reingucken. Da bin ich bis jetzt noch nicht zugekommen. Aber die neue Kampagne bei Rerion auf dem Kanal. Könnt ihr euch ruhig mal angucken. Ich habe jetzt hier vergessen, jetzt hatte ich hier einen Kakko eingeblendet. Jetzt muss ich euch andere auch einblenden. Einmal Lilio, damit ihr die auch findet, und einmal Seramin. Und Araiguma, du bist immer noch Koala exklusiv. Du bist der Einzige, dem ich mein Gesicht leihe. Perfekt. Ja, sehr schön. Finde ich gut. Ja, dann entlassen wir euch in die Nacht, sagen den Segen der Nacht. Wenn ihr nicht genug Rollenspiel habt hier, dann findet ihr auf dem Nerdpol über der Feramin steht die Adresse ganz viele andere Rollenspiel-Streams. Und falls ihr nur Sachen mit dem Koala gucken wollt, dann schaut ihr auf der Koala-Homepage vorbei. Die gibt's nämlich gerade neu. Und da gibt's zum Beispiel auch alles Mögliche an Infos, auch zu der Vampire-Runde. Und Kurus Dark, das ist Quarus, Kurkus, Dark, sagt schon Carpe Noctem. Wünsche ich euch allen auch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye. Ciao. Ciao.